Ich freue mich sehr, dass ihr drei euch bereit erklärt habt, zu Steve DeShazer und ihn zu Kim Burks Inspirationen und Impulsen zu sprechen für die heutige Zeit. Ich glaube nicht, dass ich euch lange vorstellen muss, weil wahrscheinlich die meisten der Zusehenden auch euch kennen. Aber dennoch, Matthias Wager von Sehen Thiel Sie uns im Betrieb? sind die Begründerinnen und Begründer der systemischen Strukturaufstellungen und haben seit vielen Jahrzehnten gemeinsam geforscht, geben ihr Wissen, ihr großes Wissen auch weiter und hatten das Vergnügen, insbesondere Steve DeShazer auch persönlich gut zu kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Und Gunther Schmidt, der Entwickler des hypnosystemischen Ansatzes, war, glaube ich, einer der ersten, der Steve DeShazer überhaupt auch nach Europa gebracht hat. Und auch mit ihm persönlich sehr gut bekannt war und hat sich bereit erklärt, mit Matthias und Insa über Steve DeShazers und Inso Kim Burks Erbe quasi zu sprechen. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch von euch und wünschen uns allen dabei viel Vergnügen. Ja, und der Gunther kann ja eigentlich wie die spanischen Menschenpyramiden gleich reagieren, denn du stehst ja nicht nur irgendwie auf Schultern von Helm Stierlin und Erikson, sondern wir stehen auch noch auf deinen Schultern, sodass du, nachdem du ja einer unserer wichtigsten Lehrer bist, sodass du jetzt eigentlich immer so leicht schräg aufwärts sprechen müsstest, um so diese mittlere Position zwischen den Lehrern und den Gelehrten zu sehen. Also wie schön, dich wiederzusehen, lieber Gunther. Umgekehrt auch Insa und Matthias. Ja, da machen wir jetzt ein bisschen geistliche Gymnastik miteinander. Ja, genau. Ja. In der Pyramide. Ne? So, ja. Ja, wie der Oliver ja auch schon gesagt hat, wir waren ja beide sehr eng und vielfach im Austausch mit Steve DeShazer. Und also ich kann für mich sagen, dass Steve für mich nicht nur als persönlicher Freund und intensiver Kooperationspartner überhaupt einer der bereicherndsten und einflussreichsten Gesprächspartner war, neben Helm Stierlin und Milton Erickson, den ich überhaupt in meinem Leben kennengelernt habe. Ich vermisse ihn heute noch. Mir geht es oft so, wenn ich über einen Steve rede, dass ich in der Gegenwartsform rede. Das ist ganz Ja, die merkwürdig. auch. Und ich will mir das aber auch nicht abgewöhnen, ehrlich Ja. gesagt, weil ich ihn so geschätzt habe und das für einen so schlimmen, riesigen Verlust halte, dass er so früh gestorben ist. Er hätte ja in diesem Jahr, wäre ja 80, wird er jetzt Ja, wäre in ohne weiteres denkbar, dass er noch mit uns ist, ja. unserer Form. Aber jetzt machen wir jetzt halt mal den Austausch, was das angeht, wie es zum Beispiel euch auch beeinflusst hat. Ich kann ja vielleicht das eine oder andere dann sagen, wie das mich sehr stark beeinflusst hat, auch so. Aber da würde ich gerne mit euch anfangen. Also erstmal so, ne? Ihr habt ja ganz viele Einflüsse mit in eure Arbeit integriert und daraus so etwas wunderbar Eigenständiges gemacht. Das finde ich übrigens etwas, was ich schon immer sehr geschätzt habe. Diese enorme Offenheit, Lernbereitschaft und nicht nur, dass ihr eure eigenen tollen Sachen so gemacht habt, sondern da immer wieder verglichen habt und neugierig. Also diese unstillbare Neugier, das ist etwas, was euch beide aus meiner Sicht sehr auszeichnet und das finde ich besonders wunderbar und sowas. Und da würde ich euch gerne auch fragen, unter den Umständen, was waren denn so für euch die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Anregungen, die in eurer Arbeit durch Steves Impulse eingeflossen sind? Ja, also für mich war es dieser lösungsfokussierte Blick, dieses nicht mehr erkunden zu müssen, woher ein Problem kommt. Und ich kann mich erinnern, im ersten Seminar bei Steve DeShazer, also wie er es erstmals nach München gekommen ist, saß ich drinnen und dachte, wie soll denn das gehen? Das kann doch wohl nicht sein, dass man nicht mehr untersuchen muss, woher ein Problem kommt, mit was hat es zu tun. Ja, ich habe ihm dann unglaublich viele Fragen gestellt, weil für mich war das ein echter Paradigmenwechsel, weil ich bin auch problemorientiert aufgewachsen. Ja, und für mich war das zunächst so etwas wie, geht das überhaupt? Aber wenn es geht, wunderbar. Ja, das heißt, da habe ich gedacht, ja, dann will ich so arbeiten, wenn das wirklich geht. Ja, darum habe ich ihn wirklich gelöchert mit Fragen und das hat dann mich überzeugt, ja, dass ich danach sofort begonnen habe, lösungsfokussierte Fragen zu stellen. Und ich hatte auch quasi auch ein Forscherinteresse, ist es wirklich möglich? Weg vom Problem, muss ich nicht mal mehr wissen, was meine Klienten an Themen haben, wenn sie es nicht von vorweg auch schon einbringen, das machen sie ja normalerweise, ja, aber kann man wirklich so arbeiten? Und ich habe dann am Anfang mir so gesagt, ich stelle jetzt nur noch lösungsfokussierte Fragen,
ja, und schau, wie weit komme ich damit und wo bleibe ich stecken, so etwa, ja. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich den Ansatz her kennengelernt, ja, weil dann habe ich gesehen, ja, das geht wirklich. Und da, wo es mal nicht ging, wenn man notiert, wie Steve das nächste Mal gekommen ist, hat er das als Frage gekriegt. So habe ich gelernt. Und ja, das hat mein Leben sehr beeinflusst, weil ich muss jetzt die Klienten nicht mehr belasten, dass sie mir ihre Probleme erzählen. Ja, sie kommen nicht mehr in die Problemtrance. Ich kann ihnen das alles ersparen. Ja, einmal, weil es für sie selber auch nicht angenehm ist und manche ja auch zögern, darüber zu sprechen. Manche sprechen sehr gerne darüber, ja. Aber die haben es dann schon so oft gemacht, dass er keinen Unterschied macht. Ja? Also sie lernen dadurch nichts. Und ja, und da habe ich die Erfahrung gemacht, es geht wirklich, es funktioniert. Ja? Und für mich ist es in erster Linie wirklich dieser Haltungsunterschied. Ja? Weg vom Fokussieren des Problems, woher kommt es, was macht es mit uns, welche Hindernisse gibt es auch noch, welche könnten wir vielleicht noch berücksichtigen müssen zu. Was soll stattdessen da sein? In welche Welt will ich kommen? Ja? Wie möchte ich meine eigene Welt gestalten? Ja? Wohin soll es gehen? Also darauf das Schwergewicht zu legen. Und dann haben wir auch das jetzt übertragen auf die Aufstellungsarbeit, die ja total problemorientiert war. Da hat man geguckt, auch nicht nur, was ist jetzt problematisch, sondern was war in den vorgehenden Generationen problematisch, wo finden wir in den letzten Jahrhunderten vielleicht noch irgendwelche Probleme, die wir uns auch noch angucken können, so etwa. Beispiel, ja? Beispiel, welche abgetriebenen Kinder liegen noch irgendwo im Raum. Genau. So, ne? Ja, genau. Das heißt, da hat man noch geguckt, was könntest du noch an Problemen alles geben? Also das war problemorientiert hoch 3, ja. Und da, das haben wir auch umgestellt, ja. Wie kann man jetzt dort in diesem Gebiet, ja, mit ganz anderen Fragen dran gehen, ja, so dass das auch quasi, das musste wirklich erstmal umgewandelt werden in die Lösung. Die war überhaupt nicht da. Ja, und das war dann so das Gebiet, auf das ich mich versteift habe, weil ich mit beiden Methoden gearbeitet habe. Und ich wollte natürlich dann nicht jetzt nicht plötzlich dann einen Switch machen zur Problemorientierung. Ja, sondern jetzt mussten die Aufstellung, und dann haben wir eben eigene Formate entwickelt, die eben nicht mehr problemorientiert sind. Ja. Also man kann sagen, dass eigentlich eine der Hauptspannungen oder Schwierigkeiten damit war, einige Jahre nachdem wir Steve kennengelernt hatten, ein gewisser Gunter Schmidt, weil du einen anderen Punkt, der mich immer schon sehr interessiert hat, nämlich die Ambivalenzen angesprochen hast und immer sehr stark an dem Wert der Ambivalenzen gearbeitet hat. Und auf den ersten Blick sah es ja so aus, als ob sozusagen diese Betonung der Ambivalenzen und der Gegenseite und die starke Betonung der Lösungsfokussierung sich nicht vertragen. Und für mich war eine Versöhnung eines solchen dyadischen Ansatzes von dem Wert der einen und dem Wert der anderen Seite mit der scheinbar monadischen Sicht, wo man sagt, Lösung besteht im Verschwinden des Problems, wie Wittgenstein im Traktatus, wie man das miteinander versöhnt, das war für mich eines der nützlichsten Koans der dieser ganzen, eigentlich kann man sagen, Jahrzehnte. Und mir ist so in den letzten Tagen, als ich so über unsere Wiederbegegnung hier bei der Konferenz nachdachte, eingefallen, eigentlich ist ein entscheidender Begriff der Begriff der Kompetenz. So wie ich nach Kompetenzen frage, bin ich heraus aus der Dualität von Problem und Lösung. Ja, das gehört zur Lösung. Und wenn, ja, für dich und für Gunter gehören die Kompetenzen gerade dazu, wenn er zum Beispiel sagt, und welche achtungsvolle Kompetenz von dir kommt denn darin zum Ausdruck, dass du bis jetzt dieses Thema noch hast bestehen lassen, selbst wenn jetzt vielleicht eine Möglichkeit ist. So ähnliche Formulierungen habe ich häufig bei dir gehört. Gut, aber in etwas Negativem eine Kompetenz zu entdecken, ist ja genau der lösungsfokussierte Umschwung. Aber verrat das Gunther nicht, sonst zweifelt er noch mal möglich daran und wird Ambivalenz zum Ambivalenz-Coaching. Nein, also ich sag mal da jetzt, obwohl ich jetzt der Moderator, wenn ich will, immer in der Zitation von Mainz sagen, aber in dem Punkt, da würde ich natürlich dir zustimmen, Insa, dass selbstverständlich das in diese Richtung klar eine lösungsorientierte Vorgehensweise. Genau. Nur, ich habe das halt so entwickelt mit diesen Ambivalenz-Utilisationen. Das ist ja letztlich alles aus dem Utilisationsansatz von Milton Erickson. Genau. Und da hat Steve, das fand ich immer sehr fair von ihm, dass er immer klar zitiert hat, wo er
woher er diese Anregungen hatte, nämlich aus der Pseudo-Orientierung der Zeit, Kristallkugeltechnik und so weiter, Erikson. Viele Leute zitieren ja nicht so fair. Das Steve hat er immer ausgesprochen fair, was ich immer sehr an ihm geschrieben habe. Also. Yeah. Und ich habe das halt so entwickelt, deshalb, weil ganz viele Klienten, die zu uns kommen und zu mir kommen, die gerade eben keinerlei Kompetenzen in diesem Problem erleben sehen und ich halt aus dem Utilisationsansatz heraus für mich die Aufgabe gesehen habe, auch die damit in Beziehungsgestaltung zum Beispiel einwirkenden Kompetenzen, also versteckte andere Ziele, die den Leuten nicht mal bewusst sind, die aber im Problemerleben stecken, auch mit herauszuarbeiten, um so einen synergetischen Kompetenzprozess zu machen. Und da haben wir übrigens öfter miteinander diskutiert, Steve hat ja immer betont, er sei kein Systemiker und das war ihm wichtig. So, er hat ja auch zirkuläre Fragen gehasst. Ich natürlich habe sie geliebt, also, aber deswegen habe ich... Naja, er hat die Fragen nicht, aber den Begriff hat er gehasst, weil die Fragen hat er selber gestellt, zirkuläre Fragen. Insofern. Ja, er hat immer gesagt, also zu mir, er hasst deswegen zirkuläre Fragen, weil wenn die Leute kommen würden, hätten sie schon genug Komplexität, wahrscheinlich zu viel Komplexität und diese blöden zirkulären Fragen würden die Komplexität nur erhöhen. Und das wäre keine Hilfe, die müssen wir reduzieren. Er war ja ohnehin ein Meister der Komplexitätsreduktion, finde ich. Genau. Aber genau. Er gab ja Antworten häufig auf 2 bis 5 Jahre verteilt. Und ich habe ihn, als ich ihn getroffen habe, natürlich mal gefragt, als Paradoxientheoretiker, was er von Paradoxien hält. Und im ersten Jahr hat er nur gesagt, I don't know. Und ich war etwas verwundert. Und im nächsten Jahr hat er dann gesagt, I never use them. Ich war etwas verwundert, weil nach meinen Maßstäben verwandte er sie ununterbrochen. Genau. Aber er sagte, I never use them. Im dritten Jahr, ich bin ja auch ausdauernd, hat er dann gesagt, they are just too complicated. Und im vierten Jahr, weil damit war ich noch nicht einverstanden, weil ich fand sie manchmal vollkommen elementar, lapidar und die klarste, einfachste Beschreibung. Und im vierten Jahr sagte er dann, for me, they are just too complicated. Und diese Antwort, I don't know, I never used them, they are just too complicated for me. Diese Antwort hat mich also 4 Jahre Fragen gekostet, aber ich war sehr zufrieden mit dir. Ja, ja, aber das ist, in wenigen Sätzen hat er die Welt komprimiert. Sozusagen, ja. Ne? Ja. In der Hinsicht würde ich übrigens auch zustimmen, dass er ständig Paradoxien genutzt hat. Nur manche Leute haben das anscheinend nicht begriffen. Ne? Zum Beispiel, wenn er gesagt hat, ich erinnere mich gut, wenn ich ihn eingeladen hatte zu fortgeschrittenen Kursen in systemischer Arbeit, da haben die ja 3 Jahre und die gebimst mit Hypothesenbildung. Und das lief dann wieder so schnottrig, rotlich ein bisschen. Zwar. Eins muss ich euch gleich sagen: Wenn ein Berater sich ertappt beim Hypothesenbilden, dann sollte er das wie einen Anfall von Kopfschmerz benutzen, 2 Aspirine mit Eggesitzen. Gerade wenn es vorbeigeht. Man sollte keine Hypothesen haben. Wobei er, wenn wir dann zum Beispiel zum Bier zusammen abends gegangen sind, gefeigt darüber, dass er natürlich wusste, dass genau das eine Hypothese ist. Wenn natürlich, ja klar. Also ist so, wie beim Kreta, der sagt zu seinem Freund, also alle, ich sage dir als Kreta ehrlich und aufrichtig, alle Kreta lügen immer. Das ist schon ein Paradox. Ne? Aber das wird heute zum Beispiel in Beratung ohne Ratschlag von der Tonja Haddad. Da wird es so übernommen, als ob das die Wahrheit wäre. Da kann man nur Rührung empfinden. Nein. Ja, ich glaube, er wollte weg von Hypothesen bilden. Ist eine Möglichkeit, eine Vielzahl von Perspektiven zuzulassen. Und deswegen macht man das im Systemischen so. Über die Hypothesenbildung kann man sagen, es könnte so sein, es könnte so. Wenn man ganz viele Hypothesen hat, kann man sich nicht so leicht festlegen, sondern es könnte auch anders gewesen sein. Also vertritt man nicht so eines, ich weiß, wie es ist. Ja? Davon geht man dadurch weg. Das ist auch ein Mittel dafür. Und Steve DeShazer ist aber dann einen anderen Weg gegangen. Er will alles so einfach wie möglich, mach es nicht komplizierter. Ja, deswegen überlegt er gar nicht, woher das kommen könnte, mit was das zu tun hat. Nein, du fragst gar nicht, du fragst in die Richtung, und was soll stattdessen sein? Wo will derjenige hin? Und lass dich davon führen und das andere kannst du weglassen. So etwa war das Gedankengang dann eher bei Steve, denke ich, ja.
Man sollte vielleicht noch kurz erwähnen, wir reden jetzt so viel mehr über Steve DeChase als über Insu, was einfach damit zusammenhängt, dass wir Steve 23,5 Jahre kannten und Insu nur die letzten 7 Jahre ihres Lebens. Und dadurch sind unsere Bilder immer sehr stark geprägt von dem, was Steve dazu gesagt hat. Und ein zweiter Teil kommt dazu, von den beiden war zweifellos, trotz aller Skepsis gegenüber der Theorie, Steve noch eher der Theoretiker. Und Insu war so etwas von praktisch, dass wenn man ihr eine theoretische Frage stellte, sie einen leicht hilflos ansah. Sie hat dann eine praktische Antwort gegeben, aber natürlich keine theoretische, sondern eine praktische. Ja, in dem Fall kann man das und das machen. Ja, ich finde, was ihr da sagt, das würde ich gerne nochmal mit dem und fragen, wie ihr das seht. Also ich habe das so immer erlebt bei Steve, wenn der zum Beispiel die Komplexität so reduziert hat und es eben auf diese wenigen Dinge runtergezogen hat. Viele Leute haben ihm ja vorgeworfen, er würde da viel zu oberflächlich oder sowas in der Art und Weise. Das hielt ich immer für blödsinnig, einen dummen Käse, weil ich habe das immer so erlebt, dass er genau von dieser Theorie, von der wir ja auch ausgehen kamen, nämlich Erleben wird erzeugt durch Fokussierung von Aufmerksamkeit und in einer konsequenten Weise Richtig. Hat er dann so laserartig die Aufmerksamkeit gebündelt und die Fokussierungsprozesse die als hilfreich erschienen. Richtig. Und alles andere sozusagen, wie mit Occam's Razor in der Wissenschaftstheorie wurde gemacht. Und das hat natürlich dann für die Leute eine enorme Dichte der Aufmerksamkeitsfunktion gebracht. Ja. So war das gemeint. Ja, genau. Mit den Hypothesen, er hat zu mir dann öfter gesagt, ja, ich sage das deswegen, obwohl er wüsste, dass das natürlich eigentlich zu einseitig ist, weil ich halt so viele Berater kenne, die entwickeln Hypothesen, verlieben sich dann aber in die ganz genau, und versuchen dann Leute zu missionieren, als ob es die Wahrheit wäre. Und auch den Aspekt, den du da reingebracht hast, Insa, finde ich so wichtig. Ich habe ihn immer erlebt, und das habe ich so an ihm geschätzt, dass er bereit war, Verantwortung für seine Position zu übernehmen. Der hat Stellung bezogen. Wobei viele Systemiker, deswegen nutze ich zum Beispiel den Begriff der Neutralität, der ja so beliebt ist in der Systemarbeit heute auch noch. Los nicht. Als Parteilichkeit, weil viele Systemiker, ich so erlebt habe, mit Neutralität, da kann man sich gut dahinter verstecken, keine Stellung zu beziehen. Aber du kannst keine wirksame Beziehung haben, wenn du keine Stellung beziehst. Ja. Und das hat, finde ich, in einer enormen Weise gemacht, die die kann man gar nicht in Worte beschreiben. Ja, man kann ja so sagen, Hypothesen bilden kann man so sagen, zum Zwecke viele Perspektiven aufscheinen zu lassen. Dafür ist es gut. Ja? Sich dann aber in eine dieser Perspektiven zu verlieben und sagen, da muss mein Klient hin, das ist es, wäre falsch. Ja. Ja? Das hat vielleicht Steve oft erlebt und darum war er so rigoros dagegen. Ja? Dieses, was gibt es alles an Möglichkeiten, um sich nicht selber festzulegen, dem hätte er wahrscheinlich zugestimmt, nur fand er die andere Gefahr größer und hat deswegen das abgelehnt. Ja? Ja. Und dann kommt es für sich, er selber, und das ist eigentlich auch, wie er das entwickelt hat, sein Motiv war, etwas zu entwickeln, was einfach ist und lehrbar ist. Sodass man nicht erst genial sein muss, um es anwenden zu können. Das war eigentlich sein Wunsch. Und drum hat er so minimiert. Das ist das eine. Und das andere ist, er war Forscher. Er wollte das immer untersuchen. Er hat es ja auch untersucht. Mhm. Und für ein Forschungsobjekt ist es besser, wenn man es minimalistisch betrachtet. Wenn ich ja gleich in die Vielfalt gehe, kann dann gar nichts mehr untersuchen. Ja? Dann gibt es viel zu viele Möglichkeiten. Das muss ich klein fassen. Ja? Und das waren so die Motive, wieso er sich dafür entschieden hat. Also Komplexitätsreduktion und Minimalisierung bei einem Forschungsobjekt sind ja keine Leugnungen der nicht fokussierten Züge. Ja. Es ist alles weiter anwesend. Wir sagen nur, wir betrachten diese Parameter. Wir ändern an dieser Stelle etwas. Das heißt ja nicht, dass man nicht an 100 anderen Stellen etwas ändern könnte. Ja, also bei den Hypothetisieren würde ich eben sagen, ich meine, wir sind jetzt knapp 45 Jahre zusammen. Also ich halte ja durchaus was von festen Beziehungen. Aber in Bezug auf Hypothesen haben wir die reine Don Juan-Auffassung.
Also verlieben ja, aber bloß nicht heiraten. Also und darum würde ich immer sagen, ich nenne jetzt eben Interpretationen die Hypothesen, die man geheiratet hat. Also wärst du eine Hypothese, wärst du meine Interpretation. Ja, nur. Gott sei Dank, keine Hypothese. Gott sei Dank. Aber in dem Sinn meine ich, das Hypothetisieren ist eben so, wie das sich Gedanken kommen lassen, wie bei einem kreativen Prozess. Und das ist etwas Wunderschönes. Aber die Vorstellung, dass jeder Gedanke irgendwie eine Sendung eines UFO-Kommandanten ist, der wünscht, dass ich hier irgendwelche Befehle ausführe, ist eher eine problematische Wahnvorstellung. Und zumindest halte ich sie eher dafür. Und darum meine ich, das Hypothetisieren, finde ich, ist eine gute systemische Methodik. Und das ist seit Salvini Palazzoli und seit der Mailänder Schule ja in irgendeiner Weise auch eingeführt. Und nur die Vorstellung, wir müssten die eine richtige und einzige Hypothese finden oder noch schlimmer, wir verfügten über sie. Erst da wird es problematisch. Mhm. Da habe ich ihn immer so erlebt, ich frage auch an euch, und da waren wir uns sehr einig, so irgendwie praktisch, also in dieser ständigen Bewusstseinsposition, dass wir die Wirklichkeit kontinuierlich und dynamisch immer wieder neu erzeugen, dass die also nie feststeht. Das heißt, eine Hypothese reinzubringen, kann ja sehr sinnvoll sein, zur Anregung einer neuen hilfreichen Wirklichkeitserzeugung, die aber natürlich dadurch, dass die Hypothese gestellt worden ist und welchen Feedbackprozess sie auslöst, diese Wirklichkeit sich schon wieder verwandelt, also dass die nicht fest bleibt und deswegen eben gerade nicht festhalten an der Hypothese, sondern als Übergangshilfe sozusagen für den Weiterentwicklungsprozess, bis man zur intuitiv stimmigsten Wirklichkeitserlebnisweise kommt. So habe ich ihn immer verstanden und da waren wir uns ja einig. Ja, ich meine, sowohl du wie Insa haben vorhin über die Lösungsfokussierung was gesagt, wo ihr sagtet, dass wir nicht mehr erkunden müssen, woher ein Problem kommt, aber wohl verstanden müssen. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht erkunden dürfen. Das heißt ja nicht, dass wenn es für einen Klienten gerade ganz wichtig ist, etwas wie einen vermuteten Ursache nachzugehen, dass wir dem nicht folgen können. Nur, dass weder der Zwang nicht mehr besteht und dass wir darum einen solchen Zwang auch nicht verstärken oder erzeugen oder nahelegen. Und darum ist die Entscheidung nicht, dass ein solches Erkunden nicht stattfindet, sondern nur, dass kein Zwang zum Erkunden mehr da ist. Vielen Dank, dass du das sagst. Das nimmt mir schon eine Frage vorweg, die ich an euch stellen wollte, weil gerade wo du das jetzt sagst, ich hätte es ein bisschen später gestellt, sonst war, wenn ich eure Arbeit anschaue, wenn ich eure Arbeit erlebe, dann erlebe ich es nämlich, wenn ich es vergleiche, wie ich Steve manchmal erlebt habe, vor allen Dingen, wie ich aber in der Nachfolge jetzt die nächste Generation, die das zum Teil sehr gläubig, aber sehr auch schon fast wieder starr aus meiner Sicht zum Teil anwendet. Ich erlebe euch in vielen eurer Aufstellungsarbeiten sehr wohl so, dass wenn der Klient oder die Klientin das sich für wichtig hält, dass er sogar ausführlich auf die Problemkonstellation eingeht, aber mit dem Verständnis, dass dies ein Mittel zum Zweck für die Lösungsentwicklung ist. Und nur aber dass deswegen eigentlich die Flexibilität dann, man muss nicht, aber man kann, wenn es dem entsprechenden Anliegen wird es ja wohl darauf eingehen. Und das ist ein Unterschied bei euch im Vergleich zu dem, wie ich es in der Rigorosität manchmal bei Steve erlebe. Vielleicht beim Aufstellen gibt es auch die Frage, was soll aufgestellt werden? Wenn man jetzt, das ist ja eine Simulation, die wir machen, wenn man jetzt simuliert, ist es natürlich günstig, die Ausgangsposition erstmal hinstellen zu können. Die Ausgangsposition enthält aber die Elemente, die im Problem vorhanden sind. Ich sage extra Elemente, denn diese Elemente kann man problem- und lösungsfokussiert betrachten. Ja? Aber zunächst einmal ist die Frage, was soll alles quasi beim Thema berücksichtigt werden? Ja, und das kann jetzt vielleicht aussehen, wie man schaut sich das Problem an. Es ist aber eher Mittel dafür, mal zu sehen, was sollen wir hinstellen? Und dann fragen wir lösungsfokussiert. Da wir vorher lösungsfokussierte Gespräche führen, kommt natürlich jetzt auch Hindernisse und sowas gar nicht vor. Aber der Klient nennt uns das natürlich auch, weil er sagt, wo ihm Schwierigkeiten bereitet werden. Ja? Und dann fragen wir schon, und woran merkst du das, dass das verschwindet, die Schwierigkeit? Und dann nennt er die Ressourcen und die stellen wir dann auf. Ja? Aber natürlich zum Beispiel Gegenstände, die ein Thema, zum Beispiel Erbstreitigkeiten, da würden wir dieses Erbe aufstellen.
Weil wir sagen, das gehört zum Thema. Ja? Aber deswegen sage ich, das ist ein Element des Problems. Aber selbstverständlich verschwindet dieses Element nicht in der Lösung. Es hat aber einen anderen Charakter. Ja? Weil man geht dann anders mit dem Erbe um, mit dem man vorher problemorientiert umgegangen ist. Das heißt, der Umgang ändert sich, aber der Name des Erbes, ja, also das Erbe selber, kann man hinstellen. Ja? Aber wenn es da steht, heißt es nicht, wir haben ein Problem hingestellt, sondern Elemente, die Themen des Problems, die kommen alle in der Lösung auch vor. Nur sie werden anders gehandhabt. Also ich habe das bei euch immer so verstanden, und da sehe ich wieder eine große Ähnlichkeit zu meiner Arbeit, dass das Inhaltliche, der inhaltliche Aspekt des Phänomens, zum Beispiel das Erbe, das ist, was die Wirkung ist. Ja. Die Beziehung der Beteiligten zu diesem Phänomen. Richtig, ja. Ja, genau durch den Lösungskonstellationsprozess verändert. Ja. Dann sieht es noch so aus, als ob es das gleiche Phänomen sei. Ja. Ist es aber nicht, ja. Natürlich anderes, weil das Phänomen an sich gibt es ja gar nicht. Das Phänomen scheint nur als Teil eines Wechselwirkungs. Welches sich dann verändert. Ja. Genau. Jetzt hätte ich eine Frage an euch auch noch, weil gerade wenn ihr auch problemorientierte Sachen aufstellt, aus meiner Sicht ist allein schon das dadurch ein lösungsförderlicher Unterschied, sozusagen eine Unterschiedsbildung ins Problem-Trance-Netzwerk, weil ihr das ja aufstellt und der einbringende Anliegenspender, sage ich mal so, dabei aber in einer distanzierten Beobachterposition. Ja. Ganz genau. Der erste Schritt war, dabei ist assoziiert, aber das sollte man herausarbeiten, weil das nicht besteht. Ja. Genau. Das Stellen heißt, ich stelle mein Thema vor mich hin und kann es jetzt betrachten. Mhm. Zu vorher, ich bin im Thema. Ich bin drin verworren und verwickelt, ja. Genau. Und das heißt, das Stellen ist schon mal die erste Art der Distanzierung. Deswegen ist das Stellen ohnehin schon ein Schritt zur Lösung. Ja, und man könnte so sagen, wir stellen bei einer Problemaufstellung ja zum Beispiel im Prinzip alles außer dem Problem. Ja. Und wir stellen, wenn wir eine psychosomatische Aufstellung machen, ja in der Regel das Symptom höchstens dann, wenn es sich durch Jahre oder jahrzehntelange Anwesenheit eine Art Mitbürgerrecht erworben hat. Jetzt darfst du kurz über deine Schulter nach oben schauen, denn da stehen wir jetzt gerade wieder. Das ist etwas, was mir durch einen Kurs im Koloman in den 80er Jahren bei einem gewissen Gunter Schmidt klar geworden ist, als der die Idee der Symptome als Trance-Elemente einführte damals. Und da kam bei dir diese Idee, ein Suchtmittel als einen Beziehungspartner in einer triangulierten Paarbeziehung aufzufassen. Mit anderen Worten, Paar mit Partner mit Suchtphänomen, analog zu Paar mit Außenbeziehung eines der Partner. Und damals hatte ich mir gesagt, ich erinnere mich noch an Gespräche mit dir damals noch in der alten Praxis, dass wenn man den Alkohol als Beziehungspartner stellen kann, was kann man dann eigentlich nicht stellen? Dann kam in irgendeiner Weise, dann später sagte Gunther Weber mal, die stellen inzwischen alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist, was natürlich etwas kritisch gemeint war. Und ich konnte nur sagen, ja, genau, und sogar noch mehr. Also die mit anderen Worten, alles, was uns an etwas interessierte, war Sein in Bezogensein zu anderen. Und darum interessierte dann in gewisser Weise auch gar nicht, ist dies ein Problem, sondern nur, da ist etwas, egal ob es als Problem, Ressource, Sehnsucht oder sonst was formuliert ist. Und darum entwickelten wir dann zu der Idee der Loyalitäten und der Transgenerationalität bei Bosomendi-Notch, die ja sowohl die Aufstellungsarbeit wie Helm Stierlins Ansatz stark beeinflusst haben. Darum entwickelten wir dazu eine solche Als-Ob-Haltung. Mit anderen Worten, wenn ich etwas betrachte, dann frage ich nicht, ist dies eine Loyalität, unter anderem, weil ich keine Ahnung hätte, wie das jemals entschieden werden sollte, sondern nur, und angenommen, du betrachtetest es, als ob es eine Loyalität wäre. Und dann kommt aber ein ganz wichtiger Punkt dazu, den viele nicht machen, den du ganz konsequent machst. Und wenn man dann eine gute Änderung hat, verzichten wir auf das, aha, das war es also. Genau. Sondern freuen uns einfach am Ergebnis. Genau. Und warum soll ich mich an einem Ergebnis nur freuen können, wenn ich irgendeine analytische oder kausale Begründung hinterher schiebe? Ja, das ist für mich in meiner Arbeit immer schon deswegen wichtig gewesen, weil die im Rückblick, die Bewertung der Vergangenheit, eine enorme Auswirkung auf Gegenwart und Zukunft. Ja, und ja. Die dann
eben praktisch womöglich, ach, dann habe ich mein Leben verfehlt oder sonst oder ja. etwas falsch gemacht oder neue Schuldinduktionen kommen, dann ja. war das eben überhaupt nicht viel. Darum war ja so ein großer ja, Bereich. Da gerade ja. eine Bemerkung, eben ist mir zum ersten Mal was deutlich geworden, war, jetzt verstehe ich viel besser, warum wir überhaupt keinen Alkohol trinken, nie. Jetzt verstehe ich, deswegen ist eure Beziehung so stabil, weil ihr keinen Alkohol trinkt und der Matthias keine Außenbeziehung mit dem Alkohol. Noch nie habe ich diesen Blick gehabt. Danke. Ja. Ja, ich wollte sagen, zu diesem wertschätzen der Vergangenheit. Deswegen war ein großer Teil bei der Arbeit von Steve von Inzu, dass sie die Ressourcen in der Vergangenheit gesucht haben. Ja? Also sie haben die Vergangenheit sehr wohl betrachtet, aber mit dem lösungsfokussierten Blick. Wo sind hier Ressourcen? Wo sind hier Kompetenzen? Ja? Oder auch über die Fragen gesagt haben, wie hast du das geschafft? Ja, damit wird etwas, was vorher aus der Opferposition gesehen wird, jetzt als ich habe das bewältigt gesehen. Das ist der Umwandlungsprozess. Und ganz viel in ihrer Arbeit, insbesondere die INSO hat ganz viel damit gearbeitet. Gar nicht so viel mit der Wunderfrage. Ja? Sie hat sehr, sehr viel damit gearbeitet und damit quasi die Vergangenheit gemeinsam mit dem Klienten betrachtet, aber mit dem lösungsfokussierten Blick. Das haben Sie vielleicht weniger drüber geschrieben, weil die anderen lösungsfokussierten Fragen vielleicht teilweise ungewöhnlicher waren, ja, und da haben sie dem mehr Aufmerksamkeit gegeben. Aber ein ganz großer Teil ihrer Arbeit war anderer Umgang mit der Vergangenheit. Ja. Ich bin dir dankbar, dass du das herausarbeitest, weil vielfach erlebe ich Leute, die dann diesen Ansatz kennenlernen oder sich damit auseinandersetzen, als ob der in erster Linie zukunftsorientiert wäre. Nein. Ja. Das ist ein krasses Missverständnis. Ja. Ja. Da, find, da hat mich auch selber noch einmal Steve find ich sehr ermutigt, wenn ich jetzt meine Entwicklung angucke. Ich habe diese konsequente Orientierung im unbewussten Erlebnisbereich, sind die Kompetenzen schon da, bei Ericsson ja. natürlich kennengelernt und habe das dann schon angewendet. Ja. War dann sogar verblüfft. Ich war damals natürlich Anfang der 80er verschrien als der Hauptprotagonist davon. Aber der Steve hat mich links überholt, locker. Ich habe niemanden je kennengelernt gehabt in der Nachfolge von Ericsson, der derartig konsequent davon ausging, unerschütterlich, sozusagen nahelegend, ja. ja. da kriegen wir in den Leuten sind die Kompetenzen da. Und ja. aber genau dafür müssen wir die Vergangenheit anschauen. Ja. Das ist ja aufgebaut worden. Ja. Und deswegen ja. ist die Wunderfrage und diese Dinge sehr wichtig. Aber der Fokus auf die Ausnahmen, ja. die Ausnahmen vom Problem und so weiter, ja. der war enorm wichtig. Genau. Und der hat überhaupt erst ja. diese Schubkraft oft gebracht. Ja. Der rote Blick in die Vergangenheit. Nur eben nicht in die Probleme und Defizite. Richtig, ja. ja, genau. Ich glaube, dass ein gewisser Teil der Asymmetrie in der Betonung der Wunderfrage liegt, weil die Fragen nach den Ausnahmen nicht die gleiche eindrucksvolle und überraschende Struktur haben wie die Struktur der Wunderfrage. Man könnte sagen, die mit den Ausnahmenfragen verbundenen Trance-Effekte sind in der Regel auch unauffälliger und manchmal auch vielleicht etwas weniger in der Änderung des Weltbilds oder in der Änderung des ich mache etwas Neues mit meinem Leben, nicht so eindeutig. Und darum, wenn heute so häufig sogar manchmal schon statt des Stellens der Wunderfrage von Best Hopes gesprochen wird, hatte ich immer den Eindruck, wir brauchen eine Analogie für die Vergangenheit. Offene Zukunft und mehrere mögliche Zukünfte zu haben, ist ja ein ganz normaler Gedanke. Offene Vergangenheit und verschiedene Vergangenheiten zu haben, finde ich, ist viel überraschender. Und das war für uns der Grund, warum ich jetzt immer häufiger das, was ich die Umerzählungsfrage nenne, betone, als die in Vergangenheit gespiegelte Wunderfrage. Also, und angenommen all dem, was da so schwer war, hätte es auch irgendetwas gegeben, was du jetzt nachträglich vielleicht betrachten könntest, als wärest du da ganz geeignet vorbereitet worden auf einen Schritt, der jetzt ansteht. Worin könnte das dann bestehen? Da macht man keinen pseudo-esoterischen Quatsch und fragt, wozu musste das nun geschehen? Denn so wieder irgendwas wirklich Schlimmes geschehen ist, wäre das reine Unverschämtheit. Also wozu musste der sterben? Alles, was darauf folgt, ist eine Unverschämtheit. Wenn man aber sagt, so schwer das auch war, gibt es irgendwas, was du da gelernt hast, was du jetzt bei dem Schritt, der ansteht, nutzen könnte? Und dann der Überraschung bei der Wunderfrage für eine offene Vergangenheit, dem entsprechen mögliche Formen der Dankbarkeit. Das heißt, die Fähigkeit, aus einem Leben nachträglich etwas auszuwählen und zu sagen, das
ist nachträglich etwas, was ich jetzt so gut nutzen kann für das, was jetzt zum Beispiel in der gegenwärtigen Krise des Lebens oder in der gegenwärtigen Krise der Menschheit angewendet werden kann. Und das ist zum Beispiel die Idee von Dankbarkeiten in die Vergangenheit gerichtet als Fähigkeit der Auswahl. Das ist was, was zum Beispiel in der gegenwärtigen Situation ziemlich stark in Vergessenheit gerät. Und ich bei den Fragen auf unserer Tafel, auf dem Padlet, die Julia und Oliver da so jetzt für die Tagung so zur Verfügung stellten, da war eine der Fragen auch jetzt, wie man mit den gegenwärtigen Ängsten umgehen kann. Und da wurden die Ängste ein bisschen so betrachtet, dass ich dachte, das kann Gunther eigentlich nicht ganz gefallen. Weil da klingt es so, als ob die Ängste nur töricht, unfähig und am besten weg sein sollten. Und ich habe den Eindruck, ich wünsche mir bei bestimmten Dingen, also zum Beispiel, ich finde es sehr nützlich, wenn ein Jugendlicher eine gewisse Scheu hat, U-Bahn zu surfen. Also ich finde es ganz hilfreich, wenn man nicht beliebig meint, dass ohne Sicherheitsgurten fahren das einzig wahre männlich ist oder so. Also mit anderen Worten, es gibt bestimmte Arten von Befürchtungen und Ängsten, wo ich mich hüten werde, sie aufzuheben. Und darum, wenn wir also da eher sehen, durch was muss man es ergänzen? Und bei der Ergänzung, da ist die in die Vergangenheit gespiegelte Wunderfrage hilfreich. Und darum, ich habe ja jahrelang einen Satz von Erikson oder vermutlich einen Satz von Erikson falsch zitiert, in einer Form, die nachträglich getrachtet für mich viel besser passte, nämlich, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit, und er sagte wohl zu haben, und ich habe immer zitiert, gehabt zu haben. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, ist offene Vergangenheit, ist die vielen Arten der Geschichten, die du und ich über das Leben erzählen kann. Und da habe ich immer an deine Mitteilung gedacht, dass man schon neurophysiologisch sagen kann, dass die vergangenen Ereignisse nie die Möglichkeit haben, unser gegenwärtiges und zukünftiges Verhalten vollständig zu determinieren. Genau. Also da sehe ich, es ist interessant, wenn du sagst, wieder sehr schöne Parallelen. Ich habe vor vielen Jahren schon, das machen wir bei, dann auch in traumatherapeutischer Arbeit zu, Konzepte entwickelt, dann nenne ich das Traumata als Lerncurriculum mal zu beschreiben. Was konnte daraus gelernt werden? Ja. Bei Krisensituationen. Ja. In der Diskussion mit Steve Gilligan, mit dem Steve, der kommt ja auch noch hier dann rein, haben wir schon öfter dann darüber diskutiert, man sollte überhaupt nicht mehr von Sexual Abuse alleine reden, zum Beispiel, aber von Survivor of Sexual ja. Abuse. Richtig, ja, genau. Ist, ja. Genau die Kompetenzen geht. Nur müssen wir da natürlich aufpassen, das habe ich auch in einer langen Diskussion mal mit Viktor Frankl, es wurde mir da nochmal deutlich, man sollte auf gar keinen Fall sagen, es hatte seinen Sinn, sondern welchen Sinn hast du daraus entwickelt? Weil die Dankbarkeit gar nicht in die gesamte Vergangenheit gehen sollte, aus meiner Sicht, sondern an die Leistung des Wesens, was du damals war, daraus was gemacht hat. Und das wird mir zu einer würdigenden, kraftgebenden Entwicklung. Ja. Bewältigung ist darum manchmal auch ein Wort, das mir manchmal noch besser gefällt als Überleben. Denn jemand, der etwas bewältigt hat, der hat auch wieder eine Eigenmächtigkeit. Der hat auch wieder sozusagen Gewalt über sein eigenes Leben zurückgewonnen. Und Gewalt ist ja nicht nur der negative Begriff des Gewaltausübens, sondern auch des im eigenen Bereich Waltens können. Und da, also in, theologisch sind die Mächte und Gewalten auch Bezeichnungen für Engelshierarchien. Also das hat nichts mit Gewalttätigkeit an sich zu tun. Das ist nur ein spezieller Ton, den wir jetzt als einzigen raushören. Und darum etwas bewältigt haben. Und dann kann man diese typischen Coping-Fragen stellen. Und wie hast du geschafft, das so weit zu bewältigen, dass du nach alledem jetzt das und das und das in deinem Leben geschafft hast? Und dass du überhaupt lebend sitzt? Und das hat ja die, wenn ich, ich werde auch in jedem Fall noch zwei Richtungen euch fragen wollen. Zum einen auch, wie das zum Beispiel pandemieorientiert, da kamen so ein paar Fragen jetzt aus dem Auditorium. So, aber wie der Steve darauf geantwortet hätte, können wir so Hypothesen geben. I don't know. Das wäre sicher die erste Antwort gewesen. Das zweite wäre für mich auch, das war auch der Wunsch, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir die Leute, also zum Beispiel Steve, auch ihn so als Menschen erlebt haben. So was das auch noch so ein bisschen reinbringt. Aber gerade was du eben auch nochmal gesagt hast, das finde ich so richtig. Und da erinnere ich mich viel, einfach, das war bei euch ja sicher auch so. Wenn zum Beispiel jemand, wenn Steve gefragt hat, wann gab es denn schon mal Ausnahmen, wo das so war, und jemand hat eine berichtet. Viele Leute haben ja immer gedacht, der Steve, das ist ja furchtbar, der Typ, das ist ja wie ein Autist oder irgendwie. Wenn der, also am Anfang, als ich zum Beispiel mit ihm gearbeitet habe, ich dachte, Gottes Wille, der fragt was, dann haben die Leute geantwortet, er hat die Augen zugemacht. Ich sagte, der hat sich toll angucken und so weiter. Aber das war eine intensive
würdigende Aufmerksamkeitspräsenz. Ja. Ja. Das haben die Leute sehr genau gespürt. Ja. Das war beeindruckend, wie das so, die haben sich eher angenommen und gewürdigt fühlt, während er die Augen zu hatte, sozusagen. Ne? Richtig. Er hatte ja immer so einen Zettel bei, so dabei, da hat er wahrscheinlich gar nicht viel draufgeschrieben, aber wenn jemand Ausnahmen vom Problem irgendwas berichtet hat, dann hat er die aufgeschrieben, ja. Aber wie, und zwar so, so, oder ist aufgesprungen, sonst war der ja fast kataleptisch, aber dann hat er auf jemanden zugestellt, sagt, Congratulations, und so weiter. Ich habe daraus für mich heute für viele Sachen habe ich extra so Interventionen entwickelt, wie man das implementieren kann. Yeah. Und betone es dann lieber verbal. Yeah. Man muss die Unterschiede, die da gefunden werden, unbedingt mit Bedeutung laden. Aber der hat es intensiv mit Bedeutung geladen. Die waren da auch Erfahrungen. Ja, wenn die Leute jetzt versuchen, die wesentlichen Sachen über Mikroanalyse, der Steve ja relativ skeptisch gegenüberstand, zu erwischen, dann wäre das so, wie wenn man jetzt misst, wann muss man wie lange die Augen zumachen. Aber dann würde ich sagen, ja, um mit der Wirkung von Steve die Augen zu schließen und so, dass der Klient trotzdem merkt und in Verbindung ist, dass er in Verbindung ist. Dazu sollte man das vorsichtshalber mal ein paar Jahrzehnte lang authentisch ausgeübt haben. Und diese Vorstellung, man könnte es sozusagen auf Dauer von Pausen und Änderung des Tonfalls und Arten des Blickkontakts sozusagen mechanisieren. Da, glaube ich, geht einfach wirklich etwas Grundsätzliches verloren. Ja, Steve war sehr dagegen, gegen diese Mikroanalyse, weil er sagte, wenn jemand sich dann, also das zurückgespiegelt wird und jemand sich dann so genau beobachtet, wird er es nicht mehr spontan tun können, sondern dann ist er gehandicapt. Also deswegen hat er das schon nicht gemacht. Und das andere ist, ein pures Nachahmen, daran war ihm auch nicht gelegen. Ja? Und bei Steve war es so, dass also, wenn er mit Klienten von mir gearbeitet hatte, haben die mir immer zurückgegeben, jemand, der extrem aufmerksam war, und sie haben sich total gewertschätzt gefühlt. Das war immer eine Rückmeldung. Ja? Mhm. Und eine Äußerung, die wir auch mehrmals gehört haben, ist, dass jemand sagte, das war der erste Mensch seit Jahren, der uns zutraute, dass wir das selber ändern können. Das ist das, was ich meine vorhin, dieses also laserartige, also gnadenlose, fast könnte ich sagen, zutrauen. Ja. Aber das war ermutigend. Das war die Verkörperung der Ermutigung. Ja. Das war einfach verbal. Das war mehr als auf allen Sinnen sozusagen. Ja, genau. Und das war bei beiden, bei Ihnen und bei Steve. Man könnte es ein unbarmherziges Erbarmen nennen. Okay. Naja, da würde ich gerne jetzt mal überlegen, auch zu dem Teil, weil beide sind ja auch sehr unterschiedlich gewesen. Wobei ich persönlich es immer sehr berührend fand, mit welcher Liebe Steve von Insu gesprochen hat. Ja. Er betonte immer, dass Insu die viel bessere Therapeutin sei als er. Also das kann man sehen, wie man will. Aber er hat richtig in der Hinsicht, weil es ist auch so... das hätte man gar nicht so gedacht bei ihm, aber da war enorm viel Liebe da drin. Wie habt ihr denn ihn auch als Person erlebt? So, und habt ihr da viel auch persönliche Begegnungen so außerhalb der Seminare mit ihm gehabt? So wie, so ja, also sehr echt, ehrlich, und man konnte sich da in der Hinsicht auf ihn verlassen. Völlig kongruent. Und kongruent, ja. Ja, aber wirklich, ich könnte nicht sagen, dass ich einen kongruenteren Menschen getroffen hätte. Es war Virginia, die war auch so kongruent. Ja, ich sagte ja nur, nicht kongruenter. Ja. Ja, nein, ich würde sagen, wir haben das Glück, dass wir wirklich mehrere Lehrer gehabt haben, bei denen wir den Eindruck hatten, dass die wirklich übereingestimmt haben. Mit dem, was sie lehren. In dem, wie sie waren und in dem, was sie lehrten. Und bei ihm, bei Steve fand ich, dass, also ähnlich wie er, wenn er über Wittgenstein sprach, nicht sagte, das und das lerne ich von Wittgenstein, sondern er war so erleichtert, jemanden zu finden, der auch so denkt. Yeah. Also es fühlt sich mit bestimmten etwas ungewöhnlichen Denkweisen sonst ein wenig einsam an. Und dann war er so erleichtert, ach, da gab es schon mal jemanden, der hat auch so gedacht. Und, aber man könnte sagen, so sehr war er bei sich und darum kann man gar nicht so gut sagen, das hat er von dort und dort. Ja, es haben manche Sachen von Derrida ihn interessiert, aber man kann nicht sagen, er hat das von Derrida oder er hat das von Wittgenstein. Und auch wenn er jemanden so hoch geschätzt hat wie Weakland, kann man doch nicht sagen, das und das hat er von dort. Also insofern, bei dem ganzen Pyramidenstellen ist es nicht so leicht zu sagen, auf welchen Schultern er stand, vielleicht mit der Ausnahme von Milton Erickson. Ja, Da würde ich auch zustimmen. Ich habe es eher so empfunden,
wenn er dort wieder was wiedergefunden hat, was er aber bei sich richtig, schon richtig, ja. Das hat er auch gesagt. Ja. Das hat er auch so gesagt. Und sagen wir, bei Inzu habe ich den Eindruck gehabt, dass sie eine andere Fähigkeit hatte, mit Gruppen umzugehen und Gruppen von Menschen als Ganzes wahrzunehmen. Und bei Steve war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass er so die Schultern ein bisschen nach vorne nahm, wenn da so viele Leute im Raum waren. Und Inzu blühte dabei auf. Und Inzu war meinem Eindruck nach auch mit allen Menschen im Raum zugleich in einem Kontakt. Also in einem, und zwar eben nicht nur so einem charismatisch strahlenden, sondern sehr persönlich, sehr direkt. Also wenn verschiedene Leute hintereinander Fragen stellten, dann hatte ich den Eindruck, dann war es wirklich wie so ein ganz starker Scheinwerfer, der schlagartig bei der nächsten Person war und bei der nächsten Person genauso uneingeschränkt wie unmittelbar davor bei der anderen Frage. Und das heißt, ich glaube, dass ohne diese ungewöhnliche Fähigkeit von Inzu zum Umgang mit Gruppen die Arbeit überhaupt nicht ihr Potenzial für Gruppen von Menschen und letztlich damit auch für Organisations- und soziale Probleme hätte entwickeln können. Und darum glaube ich auch, dass diese Züge von Inzu, welche gewesen sind, die dich, der du ja so viel mit Gruppen und gerade der Übertragung auch von hypnotherapeutischen Methoden auf Gruppenkontexte so in deinem ganzen Leben gearbeitet hast, da war dieser von Inzu stammende Beitrag, glaube ich, entscheidend dafür, dass überhaupt die Verbindung zu Steve bei dir so stark sein konnte. Also geschichtlich war es so, ich habe den Steve halt seit 83 haben wir uns kennengelernt, so irgendwie so, übrigens über einen Karl Thom. Der Karl Thom hat mir mal gesagt, aus Calgary, hey, ich habe da einen gerade kennengelernt, der ist ein bisschen ähnlich drauf wie du, könntet ihr nicht mal euch dann irgendwie... Da habe ich erst mal ihn kennengelernt und erst später auch die Inzu, wobei ich immer dann sagte, du, ich mach mal jetzt lieber ein Seminar mit der Inzu, nicht mit dir, sondern nein, das Territorium ist aufgeteilt, um zu haben. Aber da würde ich dir zustimmen in der Richtung. Ich habe das bei Steve so erlebt, für ihn war das manchmal, habe ich fast erlebt, dass er darunter leidet, wenn, also in Gruppen, aber nicht wegen der Gruppe an sich, sondern weil da vielfach so aus seiner Sicht so undifferenzierte, oberflächliche Fragen oder Kommentare kommen, die haben ihn, also ein Beispiel, das war sogar Hunderte, ich will mich da kürzen, ne? Aber ich wusste ja schon, wie das dann war. Ne? Da haben wir einmal, nachdem wir dann x Seminare miteinander gemacht haben, habe ich gesagt, Steve, du kannst schon mal so ein Einführungsseminar allein machen und ich, sonst haben wir es immer zusammen gemacht und ich mache parallel ein anderes. Dann kam in der Pause, kamen schon einer oder zwei auf mich zu und sagten, ist ja empörend hier, ich reise den Typ, das ist ja furchtbar und so. Und ich sage, was ist denn los? Und ich sage, ich habe den mehrfach was gemacht, der geht einfach nicht auf meine Fragen ein, der antwortet nicht. Und halt, ich habe mir schon gedacht, was los ist. Bin ich mit rein? Und dann habe ich so mit dem gesagt, Steve, ich habe da gehört so und so, wie war denn das? Und dann sagte ich, was? Also das war aber ganz anders. Er wusste genau, was ich gesagt. Naja, der hat mich was, also er hat gesagt, Steve, ich frage mich XYZ. Und da habe ich halt gesagt, aha. Und dann hat er gesagt, ja, ich frage mich aber wirklich. Und ich sage, oho, ja, okay. Kann er ja tun. Darf sich ja fragen. Gesagt, ich hätte ja gern geantwortet, wenn er mich gefragt hätte. Aber hat er dich gefragt? Da wollte ich nicht rein müssen. Das war Steve in purer Form. Genau. War das besser vermittelbar, wenn man dann noch eine Meta-Ebene machte, die er nicht wollte. Volle Pulle so irgendwie. Ich habe ihn dafür geliebt, aber die Leute mussten sich erst dran gewöhnen. Das war bei der Insta ganz anders. Ne? Sie war so, jeden hat sie praktisch mit ihrer Kommunikation umarmt, kann man schon sagen. Und immer interessant und neugierig, so in der Form, hat sich jeder sofort wertgeschätzt. Das hat so sein Herz geöffnet, der Leute. Und sie war wirklich interessiert, nicht? Das heißt, das ist eben auch wieder hier, das ist nicht eine Technik. Und ganz viele Leute glauben jetzt, dass sie eine echte Haltung ersetzen können durch das Nachahmen einer Technik. Und weil das Ganze, man könnte sagen, oft so einfach wird, entsteht leicht die Illusion, es wäre einfach eine nachahmbare Technik. Wie habt ihr ihn denn erlebt in privatem Austausch, wenn ihr zum Beispiel mit ihm essen gegangen seid oder so ein Spiel? Also ich habe ihn erlebt, dass er, na gut, er hat sich natürlich immer gern mit Matthias über Wittgenstein, da hat er sich schon mal gefreut, wenn er bei uns war. Ja. Wenn wir dann spazieren gehen in der Zeit. Ja, und er hat, wenn ich Fragen hatte, war er total geduldig und hat sie alle sozusagen beantwortet. Und er hat auch immer nachgedacht, was...
Also er hat nicht einfach, so ist es, ja, sondern er hat sie alle ernst genommen. Und ich hatte immer den Eindruck, ich kann ihn fragen. Und er ist sehr geduldig, also gerade am Anfang, ja, und beantwortet sie alle meine Fragen. Ich habe also das gegenteilige Erfahrung gehabt, als wir oft mit Teilnehmern umgegangen sind. Du hast immer Fragen gestellt, die für dich echt waren. Und Insa hat dann unsere Teilnehmer, man könnte sagen, immer so ein halbes Jahr bis Jahr vorbereitet, wie man Steve Fragen stellt. Und danach funktioniert es auch bei den Teilnehmern. Ja. Dann hat er auch da bei den Fragen immer geantwortet. Ja. Aber eben mit ein bisschen Vorbereitung von Insa. Ja. Also sehr echt im Kontakt und auch bemüht, einem Antworten zu geben. Ja, so habe ich ihn erlebt. Naja, und bei Wittgenstein natürlich, da hatte er Fragen an Matthias und war froh, mit jemandem sprechen zu können, der sich so mit den Texten auskannte. Ja, ja. Und ich meine, ich verdanke ihm natürlich auch überhaupt die Möglichkeit einer Berufsform, bei dem ich den Eindruck habe, dass ich alles einbeziehen kann. Denn vor Jahrzehnten fragte ich ihn mal, als ich noch nicht so ganz entschieden war, ob dieses hier meine Hauptberufsform wird oder ob ich so in der Logik und Sprachanalyse bleibe. Da habe ich immer gefragt, Steve, angenommen, ich würde irgendwann mal eine Veranstaltung machen, bei dem ich das, was du hier machst und wir hier zusammen machen, einbeziehe in mein ursprüngliches Gebiet. Welche Veranstaltung könntest du dir vorstellen, mache ich dann? Und er meinte, du könntest einen, und das ist das erste Mal, dass er das Wort hypnosystemisch von selber verwendet hat in meiner Gegenwart, da hat er gesagt, du könntest ein Seminar machen über den Traktatus als hypnosystemische Abhandlung. Und diese Mitteilung hat letztlich auch sehr dazu geführt, dass diese engere Verbindung von Früh- und Spätwerk von Wittgenstein und hypnosystemischer Arbeit und einer hypnosystemischen Auffassung der Strukturaufstellung, die wir hier haben, das ist unter anderem durch diesen Hinweis zustande gekommen. Weil ich merkte in dem Moment so eine völlige Zustimmung und dachte, ja, das wäre eine wunderschöne Idee. Mal sehen, ob das irgendwann geht. Schön, ja. Ich gucke so ein bisschen auf diese Wünsche auch von den Teilnehmern so. Einige Sachen würde ich gerne kurz noch vorher ergänzen, dann komme ich auf diese Fragen, was diesen persönlichen Kontakt angeht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Er war ja nicht sehr gesprächig immer. Ne? Die ersten Jahre, also die ersten zwei Jahre, als ich mit ihm, wenn ich abends mit ihm essen ging, ich habe immer gedacht, Mensch, mache ich was falsch, weil ich konnte da ruhig sitzen. Ich habe dann geredet und Steve hat dann gesagt, aha, das war's dann. Und allmählich wurde dann gesprächig, er hat auch mal Witze erzählt und so. Also so Witze, der hat ja dann immer aus allen möglichen pfiffigen Sachen gemacht. Das ist ein schräges Denken im Vergleich zur Mehrheit. Ne? In Descartes, in Analogie zu Descartes, ich denke, also bin ich. So, ne? Gast sagt zum Kellner, hören Sie mal, haben Sie das und das? Und der Kellner sagt, ich denke nicht und verschwindet, weil er halt... Ich denke, also bin ich, wenn ich nicht denke, bin ich nicht da. So. Und andere Leute haben dann immer engagiert geguckt und gar nicht verstanden, was der da meint. Und er hat sich eigentlich und der Philipp Streit hat mich zum Beispiel mal dann angefragt, da hatte ich dem empfohlen, auch dass er da mal so, und dann haben die sich da zusammengetan. Und der Philipp ist ein sehr gastfreundlicher Typ oder so. Der hat mich da mal angerufen und gesagt, Mensch, Gunther, ich glaube, der kann mich nicht leiden. So, also kann er mich nicht leiden. Ich war den ganzen Abend mit dem zusammen, der hat nur 5, 6 Sätze höchstens gesagt. Also, oh Philipp, dann findet er dich zum Küssen, wenn er 5, 6 Sätze hat. Ja, ich meine, einer seiner Witze war für mich auch eine gute Geschichte über das Wesen der Repräsentation, weil da erzählte er von 4 Brüdern, die sich immer noch regelmäßig getroffen haben, auch so, als sie schon verschiedene Orte wohnten. Und wenigstens einmal im Jahr kamen sie zusammen im gleichen Gasthaus und tranken dann alle ein Bier zusammen. Und dann war es so, dass ein Bruder auswanderte. Und schließlich war nur noch ein Bruder am Ort und der hat dann auch immer 4 Biers bestellt. Also sie haben also auch immer für den Abwesenden noch eins hinstellen lassen. Und nun war so dieser einzige am Ort gebliebene Bruder, der immer für die anderen Brüder auch noch das Bier mitbestellte und eins nach dem anderen austrank. Und eines Tages bestellte er nur 3 und der Wirt war tief erschüttert und sagte, mein Mitgefühl. Und er sagte, ja, wieso, wofür? Ja, Ihr Bruder ist, mein Bruder muss gestorben sein. Er sagte, nein, mein Bruder geht es bestens. Und dann sagte er, aber was ist denn mit diesen 3 Bieren hier? Und dann soll der nur geantwortet haben, oh, that, well, I stopped drinking.
Und seitdem habe ich diese Idee des repräsentierenden Trinkens, nicht? Das ist natürlich auch eine ganz interessante Idee für die Übertragung lösungsfokussierter Methoden auf die Repräsentation und die Aufstellung. Ja. Na, noch ein Satz zu dem, und dann gehe ich zu diesen Fragen über. Ich war mal in Phoenix, in Arizona, auf einem dieser Ehrenzungskongresse, wo ich da eingeladen war, da war Steve auch, und John Wiegland. Und da waren wir zusammen essen. 3 Stunden. Da habe ich Dank empfunden in intensivster Weise der logoröschen Eloquenz vom Steve gegenüber, weil mit dem John Wiegland, da war der Steve ein Schwätzer im Vergleich zu dem sozusagen. Der hat in 3 Stunden vielleicht 5-mal gesagt, yeah, well, yeah. Und that was it. Da war das Steve ja schon übermäßig gesprächig. Und da habe ich verstanden, warum die sich wieder so gut verstehen. Naja, und ich habe dann gefragt und dann sagte ich habe den Steve gefragt und er sagt, naja, du musst verstehen, ich bin mit einer koreanischen Frau verheiratet, der John aber mit einer chinesischen, da muss man noch weniger reden. Okay. Naja, kein Wunder, dass er den letzten Satz vom Traktatus, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, so geliebt hat. Mhm. Russell hat über diesen Satz dann allerdings gesagt, Mr. Wittgenstein seems to be able to say a lot about what you cannot speak about. Okay, ich habe ihn gar nicht so erlebt, dass er so wenig sagt, aber es kommt vielleicht daher, weil ich so viele Fragen auch hatte. Und da gab es immer Gesprächsstoff. Ja, ich habe ihn auch nicht so erlebt. Und dann war er durchaus, dass er gesprochen hat, auch nachgedacht hat und ja. Genau, aber man müsste es differenzieren. Das war nur am Anfang so. Als ich kapiert habe, er redet nur über das, was er wirklich relevant ist. Ja. Genau. Und was wirklich für ihn ist irgendwie. So. Er macht keinen Smalltalk, null. Genau, das gab es überhaupt nicht. Ja. Okay. Jetzt würde ich gerne, also erstmal geht es um die Frage zum Beispiel, also ich fange mal mit der an, sind die Ansätze noch zeitgemäß? Wir müssten die Ansätze neu gedacht werden, damit sie in unsere heutige Zeit, Digitalisierung und so weiter passen. Ja, also ich würde sagen, in der Lösungsfokussierung geht es um das Umschalten vom problemorientierten Blick zum lösungsfokussierten Blick. Und das kann betreffen alle Themen. Insofern ist es, hat es nichts mit irgendeiner Zeit zu tun. Ja, es kann sein, in einer Kultur, wo jemand vielleicht sowieso schon lösungsfokussiert denkt, dass das dann nicht mehr einen Unterschied machen würde. Da wäre vielleicht ein problemorientiertes Denken interessanter. Aber im Allgemeinen sind Menschen, wenn sie Probleme haben, automatisch problemorientiert durch das Problem. Und da ist es dann hilfreich, umzuschalten auf eine lösungsfokussierte Haltung. Deswegen ist das für mich immer zeitgemäß. Das lösungsfokussierte und allgemeine systemische Ansätze und für mich, auch wenn Steve das anders gesehen hat, gehört Lösungsfokussierung in die Geschichte des Systemischen. Das hat immer 2 Pole und diese beiden Pole sind nicht über Kompromisse oder Vermischungen anwesend. Etwas ganz Spezifisches und etwas ganz Universelles. Und universell ist zum Beispiel unser Körperbau. Der verändert sich nur außerordentlich langsam. Nicht also die und wir nehmen jetzt nicht an, dass weil zum Beispiel jetzt viele Seminare online stattfinden, wir plötzlich deswegen andere Organe schon im Körper haben. Dass im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende dann gewisse Änderungen stattfinden können, ja, das stimmt. Ich glaube, ich hatte es auch zum ersten Mal von dir gehört, dass das Areal für den Daumen, seit es diese Computerspiele gibt, die mit dem Daumen bedient werden, bei Neugeborenen etwas größer geworden sein soll. Also das wäre interessant, falls es stimmt, aber ich habe noch keinen Forschungsbericht darüber gelesen. Aber man könnte sagen, wir rechnen nicht mit Veränderung des Körperbaus. Und ebenso würde ich sagen, auch wenn unsere Sprache sich allmählich etwas ändert und es also zum Beispiel seitdem es in Mickey Mouse solche Formulierungen gab wie Keuch, Stirk, Würk, Stöhn oder so, gibt es einen neuen Begriff, man nennt das Inflexive. Und Inflexive sind tatsächlich eine neue grammatische Form geworden, die in die Alltagssprache rübergegangen sind und ursprünglich aus der Comicsprache stammen. Also es gibt schon Veränderungen der Sprache und ihrer logischen Strukturen. Aber es gibt den logischen Strukturen zugrunde liegende Muster, die man zum Beispiel so in der Unterscheidungstheorie bei Spencer Brown hat, die so universell sind, dass es mindestens sehr schwer ist, irgendeine Abwandlung davon sich vorzustellen. In dem Sinn gibt es einen fixen, einen universellen, einen nicht zeitabhängigen Aspekt. Und andererseits, dass es Perspektiven gibt,
dass es Perspektivenwechsel gibt, dass es Kontexte und Rekontextualisierung gibt. Das ist auch etwas Universelles. Und dennoch in jedem einzelnen Fall schauen wir ganz spezifisch Kontext an und sagen eben nicht, ja, bei dem und dem Patienten oder Klienten oder Firma oder Team oder so hat man so gemacht, darum muss man es jetzt hier auch so machen. Also dies ganz Individuelle, die neuen Kontexte anzusehen, als das ganz Variable, ganz Spezifische, ganz Konkrete und die universellen Hintergründe. Und da geht es nicht darum, da einen Mischmasch herzustellen, sondern beide Pole zu verstehen und beide Pole zu verstärken. Mhm. Und in diesem Gemeinsinn meine ich, sie sind außerordentlich zeitgemäß, vorausgesetzt, dass man diese Spannung zwischen dem Individuellen und dem Universellen verstanden hat. Mhm. Ja, ich würde da zustimmen. Ich würde es noch gerne ergänzen. Aus meiner Sicht sind sie zeitgemäßer, diese Konzepte, als je zuvor sogar. Wenn man jetzt noch bedenkt, diese ganze Entwicklung, also auch in der medialen Entwicklung und so weiter, wo ja einseitig fokussiert wird, massiv zum Teil und so. Und im Übrigen, gerade wenn es um Leute geht, die sich jetzt für Organisation, Arbeitswelt und so weiter interessieren, das ist Teil dieser Fragerichtungen, die wir jetzt damit reingenommen haben, da wurde sehr wohl verstanden, wie zeitgemäß und wichtig das ist. Also zum Beispiel die Entwicklung von Agilität jetzt, agile Sachen, so, die sind indirekt, das, nicht, dass es jeder so aufgreift, aber indirekt überhaupt nicht denkbar ohne die Prämissen, die auch ja. bei De Schaeser, bei Milton Erickson ohnehin, aber auch natürlich. In der Arbeit zu sind. Weil da geht man ja davon aus, dass die Leute in Selbstorganisation Eigenkompetenzen haben können, die man ihnen vorher gar nicht zugetraut hat. Und das ist genau, das passt genau dazu. Übersetzung genau dieser Grundannahmen so in der Form. Mhm. Und es gibt natürlich auch jede Menge Konzepte dort, zum Beispiel Appreciative Inquiry oder sowas. Auch die Theorie U, ich habe mal mit dem Otto Scharmer darüber diskutiert, das war dem gar nicht so klar, woher diese Grundideen eigentlich so kommen. Das sind eigentlich alles Ausformungen, die letztlich, also zum Beispiel bei Appreciative Inquiry, bei Cooper Writer und Rainer Whitney, wenn ich da die Originale lese, da habe ich gedacht, mein Gott, da sind Passagen drin, die sind fast wortwörtlich abgeschrieben beim Steve De Schaeser. Allerdings ohne, dass sie zitiert werden. Das finde ich kein Glauber. Aber man sieht, die Ideen, die werden sehr wohl als extrem zeitgemäß aufgegriffen. Und wenn man da noch jetzt guckt, da komme ich zu dem Punkt mit der Pandemie jetzt. Da können wir da mal, das ist auch so eine Frage. Wie, was hat denn das eigentlich bezogen auf Pandemie oder sowas? Wie können wir denn damit diese Ansätze machen? Da erlebe ich es halt so, dass einseitig massiv in angstfokussierende Defizit schürende Richtung kommuniziert wird, was ja sehr verständlich ist. Da können wir vielleicht noch zur Utilisation von Ängsten auch noch kurz was sagen. Mhm. Aber gleichzeitig umso wichtiger ist, dass man sich klar machen muss, das sind Ergebnisse von Aufmerksamkeitsfokussierung, die neue Wirklichkeiten erzeugen, und zwar nicht die hilfreichsten unbedingt. Und da würde ich euch gerne fragen, wie ihr das seht mit so diese ganzen Ansätze, eure, aber auch natürlich die von Steve und so weiter und so. Wie, wenn ihr jetzt bezogen auf diese Pandemieentwicklung, die Diskussion da so aus der Perspektive betrachtet, was ihr da vielleicht an Kommentaren abgeben. Nun ja, die Pandemie hat auch auf etwas hingezeigt, ja, was verdeutlicht worden ist. Zum Beispiel, plötzlich war es möglich, was vorher sicherlich nie als möglich erachtet wurde, ja, dass nicht mehr geflogen wird. Ja, und die Natur hat sich sehr erholt. Und man war total überrascht, zum Beispiel, dass Delfine in Gegenden, wo sie sonst nicht waren, Istanbul zum Beispiel, wieder rumgesprungen sind. Dass die Kanalwasser in Venedig plötzlich wieder reiner geworden sind und Fische drin geschwommen sind. Und also Dinge, die man teilweise überhaupt nicht für möglich gehalten hat, in so kurzer Zeit plötzlich die Natur wieder quasi sich Räume erobert hat. Ja. Selbst in unserem Innenhof habe ich Vögel singen hören, die ich dort Jahrzehnte nicht gehört habe. Also wir haben gesehen, es hat auch noch andere Auswirkungen, die jetzt für den Klimawandel sehr erfolgversprechend sind. Jetzt könnte man natürlich fragen, was sollten wir vielleicht beibehalten oder worauf sollten wir achten, wenn die Pandemie wieder sich verabschiedet, wenn sie das überhaupt kann. Ja, aber es kann auch sein, es gibt ja immer Viren, die dann plötzlich auch nicht mehr auftauchen, ja, dass das also wirklich zu Ende ist.
Und da sollte man sich jetzt überlegen, was von dem, was sie uns gezeigt hat, wäre vielleicht wert, aufrechterhalten zu werden. Ja, also zum Beispiel Schonung der Natur. Wie können wir anders mit der Natur umgehen? Das war vorher eher ein nicht so willkommenes Thema. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, nützen wir doch. Jetzt, wo alles so niedergefahren ist, nützen wir es doch, unsere Umwelt jetzt so wieder aufzubauen, wie wir sie haben wollen. Also wir sollten uns jetzt nicht fragen, wie kriegen wir möglichst schnell das wieder alles so hin, wie es vorher war, sondern eher, was wollen wir? Worauf wollen wir achten? Was wollen wir fokussieren? Und wie wollen wir quasi es jetzt anders haben und in diese Richtung neu starten? Dann gäbe es natürlich auch andere Arten von neuen Arbeitsplätzen. Ja, viele verschwinden, aber neue entstehen. Und immer so eine Umwälzung ist schwierig. Dann taucht natürlich die Frage auf, wie können wir den Menschen, für die dieser Umschwung sehr schwierig ist, wie können wir die unterstützen? Ja, da gibt es natürlich einmal staatliche Unterstützungen, aber auch solche, wie können wir Mitmenschen einander unterstützen, dass wir den Wandel schaffen. Diese Frage ist aber erst dann möglich zu stellen, wenn wir sagen, da oder dort wollen wir hin. Das heißt, wir brauchen erst ein Zukunftsbild, also ganz lösungsfokussiert, wo wollen wir hin? Und das kann uns dann quasi die Motivation geben, diesen schwierigen Weg lernen zu gestalten. Ja, aber erst brauchen wir, was zieht uns an? Ja? Und da sollte man eher hingucken als, jetzt ist das und das nicht mehr, das müssen wir wieder hinkriegen, wie es vorher war. Dann hätte man das überhaupt nicht genützt. Wir sollten eigentlich diese Pandemie nützen, in eine Zukunft aufzubrechen, die für die Menschen eine bessere ist. Ja? Ja, sehr viele von den Betonungen des Weg von der Angst oder der Ablehnung von Angsterzeugung wirken auf mich ungeheuer auf Angst zentriert. Ja. Und es gibt Formen des Betonens gerechtfertigter Besorgnisse, die eher etwas erlauben wie einen autonomeren Umgang mit Ängsten. Dass Ängste dabei auftreten, ist vollkommen menschlich einfach. Aber in dem Moment, wo der Anlass der Ängste der einen Seite geleugnet wird, und das findet bei allen Gruppen statt, wo der Anlass der Ängste anderer Seiten geleugnet wird, in dem Moment bestimmt die Angst stärker wieder. Also würde ich sagen, statt weniger Ängste sollten wir uns mit mehr Ängsten befassen und bei jeder dieser Ängste sehen, welche Möglichkeiten, erstens, was sollte stattdessen da sein, aber auch, welche Möglichkeiten von Lernprozessen sind durch diese Befürchtungen jetzt vielleicht gerade im Vordergrund, wo haben wir jetzt vielleicht genügend Entschiedenheit, Bereitschaft und so weiter, darauf einzugehen. Aber wenn man sieht, wie die Familien mit dieser Pandemie oder manche Familien damit nicht umgehen konnten, ja. Und wenn sie mal zusammen waren, sich dann eher gestritten haben oder Gewalt stattfand, ja, da kann ich nur sagen, das ist kein gutes Bild einer Familie und so sollte eine Familie nicht sein, ja. Eigentlich ist ja der Kern einer Familie, wir wollen quasi familiär zusammen sein. Es sollte ja ein Schutz oder auch ein Geborgenheitsraum sein. Und wenn das nicht sein kann, wie bei manchen Familien es gezeigt hat, diese Pandemie, wäre die Frage für mich, was können wir tun, um die Familien wieder stabiler zu machen und um sie zu dem zurückzuführen, wie sie eigentlich gedacht sind. Also 100-mal mehr Gründe für einerseits soziale Maßnahmen und andererseits Familientherapie. Das können wir daraus lernen. Das sozusagen sollte mehr stattfinden, damit wir eine Umwelt bekommen oder eine Welt, in der wir leben wollen. Ja, und da würde ich gerne ergänzen, weil das mit der Angst, hast du ja vorhin auch so angesprochen gehabt, jetzt aus einer hypnosystemischen Verdrehung. Das war ja das mit die Frage, so kann man vielleicht die Ängste ein bisschen wegmachen oder sowas. Das würde ich ja voll zustimmen. Das fokussiert umso mehr auf Angst. Aber in der hypnosystemischen Sicht, oft wird ja auch dann von positiven oder negativen Emotionen geredet, das finde ich vollkommener Blödsinn. Die Evolution entwickelte in der Evolution allerdings für unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Ziele und Bedürfnisse entwickelte Kompetenzen. Ja. Wenn man dann übersetzt, wann kriegt jemand Angst, dann muss man dahinter gucken, wofür taucht die Angst als Feedback, als Feedback-Kompetenz auf. Ja. Dann zeigt sich, ist es immer Handlungsfähigkeit, die man da verloren hat. Man fühlt sich ohnmächtig ausgeliefert, Sicherheit und Schutz und oft auch Verbundenheit. Wenn man jetzt also nicht mehr auf Angst wegmachen fokussiert, sondern auf, wie können wir die Ressourcen von Handlungsfähigkeit
Schutz- und Sicherheitserleben und von Verbundenheit, die sich über die Angst ja melden als zentraler Bedarf. Wie können wir die stärken? Das sind wir bei dem, was du gesagt hast, Insu. Und da finde ich dann wieder, ne, da könnte man wieder aus der Pandemie dann eine sinngebende Chance machen. Genau, ja. Weil jetzt haben wir die Chance, alles zu ändern auch. Ja? Ja. Wenn schon mal alles so runtergefahren ist, ja, dann könnte man es ja neu aufbauen. Ja, genau. Ich befürchte leider, dass es vielleicht nicht so gemacht wird, aber das wäre die Hoffnung. Ne? Zum Beispiel nehmen wir die Hoffnung. Warum gibt es denn diese Gewalt? Letztendlich, wenn man weiterguckt, ist das eine Ausformung einer bestimmten Haltung in unserer Gesellschaft, die sich da widerspiegelt, nämlich als ob es ein richtiges Richtig gibt, eine Wahrheit, und dann gibt es den ständigen Kampf darum, wer hat das richtige Richtig sozusagen gepachtet, und dann entstehen fundamentalistische Grabenkämpfe. Die können sich politisch zeigen, aber genauso in der Andersartigkeit des Mannes, der Frau, der Kinder oder sowas. Und da wäre jetzt eine riesige Chance. Und dafür, finde ich, sind wir eigentlich die Leute, die da was dazu beitragen können, Menschen zu unterstützen, dass sie wieder sozusagen Bereicherung in der bleibenden Unterschiedlichkeit, dass eine koexistenzielle Kooperation mit multikultureller Toleranz, was sich natürlich auch auf die Migranten und alles Mögliche auswirken würde, dass wir daraus eine Chance machen. Nicht die Pandemie ist eine Chance. Ja. Eine Krise ist keine Chance. Ja. Das ist ein verdümmlicher Blödsinn. Ja, ja. Aber wir als Erlebende können eine Chance daraus machen. Machen, genau. Ja. Und da müsste man halt diese Oberflächenphänomene wie Angst übersetzen in dahinterliegende Bedürfnisse. Ja, also wenn du den Aspekt von Chronos als der Zeit, die wir messen können, nimmst und den Aspekt von Kairos Zeit als der Augenblick und die rechte Gelegenheit, dann wurde Kairos ja als Jüngling mit einer langen Stirnlocke dargestellt, den man am Schopf ergreifen kann. Daher kommt diese Redeweise, das Glück beim Schopfe fassen. Und man könnte sagen, wenn man jetzt aber die Gelegenheit oder die Chance als Gegenstand nimmt, dann erfasst man nicht die Art, wie der Begriff mal verwendet wurde. Und zwar, weil das war ein Verb, das hieß enkairizein. Und enkairizein hieß etwas zu einem Kairos machen, etwas zu einer Gelegenheit machen. Und das heißt, wir hören jetzt so, als ist dies eine Gelegenheit oder nicht. Ist das eine Krise oder ist das eine Chance? Und da fand ich wirklich dieses altgriechische Wort, etwas zum Kairos machen. Das Ergreifen des Schopfes ist Utilisation. Und das heißt, der Begriff des Enkairizeins, des etwas zur rechten Gelegenheit machen, das ist genau dieses, die verschiedenen Vergangenheiten und auf diesen verschiedenen Vergangenheiten das Ergreifen einer Gelegenheit aufbauen. Da wären wir beim Fokus auf Selbstwirksamkeit und nicht im Erstarren oder Glotzen. Ist es so oder so? Ne? Klar. Ja. Lieber Gunther, fühl dich in den Arm genommen. Es ist einfach eine Freude, dass wir in dieser Weise miteinander sein können. Ja, es sind wir auch so fern und so nah gleichzeitig. Ne? Ja, so ist es. Lieber Oliver. Können wir auch weiterhin noch. Ich will nur kurz ankündigen, ab jetzt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, könnt ihr gerne Fragen auch in den Chat schreiben, die ihr gerne aus dem Gesprächsverlauf bisher, wo ihr Dinge aufgreifen wollt, nachfragen wollt an Insa, Matthias und Gunther. Und Gunther wird dann in Kooperation mit Dominik und mir im Chat ein bisschen lesen, was die Fragen sind und dann auch ins Gespräch einbringen. Sehr schön. Ja. Okay. Und ich greife noch mal kurz zu dem, was wir gerade gesagt haben, auf, weil da ist auch die Frage, wie kann denn das vielleicht in die moderne, digitalisierte oder in die Unternehmenswelt eingeführt werden? Da sind wir wieder bei den Ängsten. Ich finde, wie du das aber auch schon angedeutet hast, Matthias, wegmachen ist das Schlimmste, was man da machen kann. Ja. Weil das schaltet sofort auch bei jedem Einzelnen und natürlich auch für eine Organisationskultur oder für eine Teamkultur oder eine Gesellschaftskultur sofort die Welt in, aha, das wäre gut, wir haben jetzt nicht mehr so Ängste und gucken lösungsorientiert. Und dann wird die Lösungsorientierung zu einer gefährlichen Entwertungsstrategie. So ist das. Sondern wir müssten eher schauen, wie können wir das, was sich in den Ängsten als wertvolle Information über Bedürfnisse und was man daraus machen kann, übersetzen. Aber dafür muss Raum sein. Nicht wegmachen, sondern Raum. So, ne? Also zum Beispiel die Systelius-Klinik haben deswegen extra, jede Woche machen wir das seit 10 Wochen mindestens, oder noch länger, auch seit 14, 18 Wochen, dass wir mit den Klienten jede Woche 2 Stunden uns zusammensetzen und deren Ängste da aufgreifen und dann miteinander zu utilisieren und genauso im Team. Mhm. Ja. Alle Leute, die im Team das oder jedes haben, das muss rein und muss einen gewürdigten Raum kriegen. Dann wird es wieder nämlich die Verbundenheit,
und damit die solidarische Chance, was daraus zu machen, verstärkt. Aber wenn man es tabuisiert oder sagt, oh, Ängste, das müssen wir jetzt anders machen, dann entsteht die, und man sieht es ja bei diesen Verschwörungstheorien, das sind eigentlich Sicherheitshandlungen. Die ganze Paranoia ist nicht nur blöd, dahinter steht Sehnsucht nach einer Sicherheit. Ja. Und wenn du dann so eine wahnwitzige Erklärungsnummer hast, zum Beispiel sogar G5, diese Technologie da, womöglich den Virus oder der Bill Gates uns alles was einpflanzen, weil irgend so ein Schwachsinn. Das sind noch die moderaten Formen. Ja, man denkt, die haben einen an der Waffel, aber eigentlich dahinter steht halt eine tiefe Verunsicherung und die Sehnsucht nach Sicherheit. Und wenn du so ein Erklärungskonzept hast, dann hast du wieder Sicherheit. Ja. Aber es gibt Sicherheit. Und die müssen wir auf eine andere Art in gemeinschaftlicher Wertschätzung aufbauen. Der seltsame Spencer Brown hat in einem Gedicht, er hat auch einige Gedichte geschrieben, mal gesagt, if all is said, what fallen man calls sin is just another form of love locked in. Here lies the secret of the damage done, that man knows not that he and it are one. Wenn alles nach allem, was gesagt war, wenn das, was der gefallene Mensch Sünde nannte, nur eine in sich selber verschlossene Form der Liebe ist, so liegt hier das Geheimnis des einmal gewirkten Schadens, dass der Mensch nicht mehr weiß, dass er und es eins sind. Und das ist für mich ein wunderbarer Vers über dieses Sin as Love Locked In. Das ist sowas wie eine Kürzestformel für auch Umgang mit Ängsten. Also wenn man sozusagen die Love Locked in der Angst erkennt, das ist genau sowas wie Secret of the Damage Done, das Geheimnis des Schadens oder des Übels oder des Leidens, dem wir gerade begegnen. Und natürlich müssen wir dabei zulassen, dass wir selber auch Emotionen haben und dass wir selber auch Ängste haben und dass wir selber auch verwickelt werden und an bestimmten Stellen überhaupt nicht ununterbrochen allparteilich reagieren können. Darum lieben wir beide ja diese Geschichte so, wo Martin Buber in einem Vortrag über Toleranz von einem Zuhörer dauernd mit Zwischenrufen im Vortrag gestört wurde, bis er ihn aus dem Saal rauswerfen ließ, worauf dann natürlich jemand sagte, Herr Buber, gestatten Sie die Frage, wie verträgt sich das mit dem Thema Ihres Vortrags über das Wesen der Toleranz? Und das kommt aus einem Buch von Gegnern Bubers, die zeigen wollten, dass er nicht kongruent war. Aber seine Antwort ist eine, für die ich ihn noch viel mehr liebte, denn Buber hat dann geantwortet, nur was konnte ich machen? Ich konnte ihn nicht leiden. Und wenn sozusagen ein weltberühmter großer Philosoph und Denker und jemand, der über das Wesen der Toleranz sein Leben lang nachgedacht hat, wenn der aus einem Vortrag über das Wesen der Toleranz jemand rauswerfen lässt und sagt, nur was konnte ich machen? Das ist ein bisschen, was du manchmal Metabalance nennst. Das würde ich Metatoleranz nennen. Er war auch noch tolerant gegenüber seinen eigenen Grenzen. Ja, genau. Ach, wunderbar. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich gucke mal wieder in den Chat kurz so. Ja. Aha, Ängste sind in Organisationen oft Tabuthemen. Wie kann dies durch Führung bei Distant Working angegangen werden? Zum Beispiel eine Frage. Okay, ja, vielleicht habt ihr Lust, was dazu zu sagen. Also ich finde, es ein Teil in der Antwort ist in der Frage drin, nämlich, dass wir davon ausgehen können, dass sie da sind und dass wir davon ausgehen können, dass sie zum Teil zu dem Bereich dessen gehören, was nicht angesprochen wird. Also müssen wir Freiräume haben, Lücken haben, Stellen, wo etwas auftauchen kann, ohne dass es expliziert werden muss. Und dafür gibt es jetzt eine Fülle von Möglichkeiten. Da gibt es hypothetische Sprechweisen, da gibt es Fragen, zum Beispiel, woran jetzt Dritte, zum Beispiel Kunden, bemerken werden, dass an dieser Stelle sich etwas Wesentliches getan hat. Und dann werden manchmal Lösungen von Dingen berichtet, von denen ich sagen würde, naja, hätte man da noch in Gründen gefragt, hätten sie uns wahrscheinlich Ängste genannt. Aber man kriegt sie unter Umständen schon gleich in einer transformierten Form. Bei einer Aufstellung hat man ja immer die schöne Möglichkeit, einfach zu sagen, und angenommen, zu all dem, was Sie hier erzählt haben, gäbe es dann noch etwas, um das es auch noch geht. Und in dem Moment ist diese Hand zu einem Symbol geworden. Und wenn man jetzt sagt, und angenommen, Sie wären damit jetzt mehr in Kontakt, wie würde sich dann das bei Ihnen äußern? Und das heißt, allein mit einer Handbewegung und einer Einladung wäre schon eine Möglichkeit, dass etwas besprochen werden kann, ohne dass es da, wo es peinlich oder verwundbar ist, genannt werden müsste. Und das andere ist, einen Raum anzubieten, indem eben, wenn etwas gesagt wird, was nicht konform ist, nicht derjenige nicht befürchten muss, dass er angegriffen wird, ja, sondern dass das hier auch als Thema auftauchen darf. Und das hat ja Steve DeShazer gemacht. Die Klienten konnten sagen, was sie wollten,
Ja, er hat alles akzeptiert und angenommen und ist damit umgegangen. Es gab nichts, dass er sagte, das Thema, das geht nicht, oder dass er da eine Sanktion gegeben hätte. Das Gleiche war bei der Virginia Satir. Der hat einen Raum geöffnet, in dem einfach alles gesagt werden konnte und jemand für etwas keine Sanktionen zu erwarten hatte, sondern es wurde alles ernst genommen. Und das ist natürlich in der Arbeitswelt im Allgemeinen nicht der Fall, ja, und darum kann da manches nicht angesprochen werden. Aber solche Räume, dass die angeboten werden, wäre wichtig. Ja. Wenn man da was ändern will, könnte man es durch so eine Haltung tun. Jeden ernst nehmen, egal mit was er kommt, ja, und nicht sagen, das hat hier nichts zu suchen, gehört nicht hierhin und so weiter. Oliver hat die Frage gerade erweitert, hat geschrieben, aha, ich denke, dass damit auch gemeint ist, wie man gerade bei Distant Working, aber auch allgemein Führungskräfte dafür sensibilisieren könnte, weil es ja in vielen Organisationen von deren Kultur her tabuisiert ist, also zu ergänzen, über Ängste zu sprechen. Was würdest du dazu sagen, Gunther? Ja, also das erlebe ich gerade jetzt aktuell, in den, so, ich mache ja viel dann auch mit Führungskräften und auch in Teamentwicklung und so, und da genau was auch Insights gerade gesagt hat, ist zentral, nur dafür müssen zum Beispiel die Leute in Führungspositionen überhaupt erstmal eine Haltung entwickeln können, dass sie damit umgehen können. Und viele erleben sich endlich in Zwickmühlen. Und zwar in der Zwickmühle, wenn sie das zulassen würden, dass das dann ihre Ziele für die Organisation, für das Unternehmen beschädigen würde. Das ist ihr Glaube. Ne? Glaube. Und dass man deswegen darauf nicht fokussieren dürfe. Das heißt, eine große Angst vor den Kommunikationsbeiträgen, die Angst vor der Angst sozusagen, ist extrem groß. Und da ist deswegen so wichtig, dass man diese, gerade auch bei Distant Working, aber überhaupt bei jeder Art von Kommunikation in die Teams hinein, dass man die Führungskräfte, dass man denen verstehbar macht, dass sie dadurch eigentlich gerade zieldienlichere Entwicklungen unterstützen können. Natürlich nicht nur den Raum geben. Das wäre nicht ausreichend, weil das könnte dann auch wieder ausufern. Das muss wieder mit dem Fokus auf, und wie gehen wir mit diesen auftauchenden, das sind ja unwillkürliche Dinge. Ja. Die kannst du darüber, die kriegt man nicht weg. Das sind Restriktionen, die kommen. Wie können wir jetzt aber mit ihnen so umgehen, dass es wieder auch für unsere gemeinsamen Ziele, für die Aufgaben hier nutzbar wird. Ne? Dass, wenn man die Gelegenheit hätte, mit einer Aufstellung wie bei euch das zu machen, dann ist es wieder das Gleiche. Es geht um die Beziehung zu diesen Phänomenen und die wieder in Relation zu den Zielen, die man da hat. So. Und das kann man natürlich dann, ich mache es halt ich, in solchen Situationen, gerade wenn es um Distanz-Sachen geht, mit Zoom oder so, oder nicht so sehr mit Ausstellungen, sondern über die Sprache und Imagination, aber es ist genau das Gleiche letztlich, dass die sind wichtig und wertvoll, dann muss Raum dafür geschaffen werden, dafür müssen sie aber übersetzt werden können und praktisch immer der Fokus auf, und was heißt es denn, wie wir damit umgehen für unsere Ziele. Und da müssen wir die Führungskräfte, damit habe ich die besten Erfahrungen, die Führungskräfte unterstützen können, dass sie sich erstmal ihre eigenen Ängste zugestehen vor den Kommunikationen der Ängsten, um dann auch sich zu erlauben, Metakommunikation zu betreiben. Leute, ich habe eine Zwickmühle, ich habe Angst davor, dass er das reinbringt womöglich, oder zumindest mehr machen es so, dass wir da Raum schaffen, aber ich habe natürlich die Aufgabe für die Unternehmensziele und deswegen müssen wir dann gemeinsam gucken, wie wir das übersetzen können, was heißt es dafür, wie man damit umgehen sollte, damit es unseren gemeinsamen Aufgaben dient. Also auch wieder so, könnte man mit dem Tetralemma wahrscheinlich über sowohl als auch oder sonst was erklären. In der und Form. Ist es nicht nett, wie der Gunther allen Ernstes meint, er machte keine Aufstellung, weil er sagt, ja, und da gibt es solche Fragen und wenn wir die nun gemeinsam und darüber hinausgehen, dann gibt es einerseits dies und andererseits jenes, dann natürlich gar keine Aufstellung, nicht? Doch, aber imaginativ. Also ich gehe sowieso davon aus, dass alles unbewusst repräsentiert wird. So. Ja. Und genauso deswegen nicht nur der Alkohol, auch im Buch eine Aufgabe und es hat alles einen Platz im Raum. Ja. Und deswegen müssen wir sowieso immer mit Aufstellung arbeiten. Eben. Ich glaube ja umgekehrt, dass die Aufstellungen nur deswegen so wirksam sind, weil sie nur widerspiegeln, was unbewusst räumlich sowieso konstruiert. Ja. Darum reden wir ja auch von transverbaler Sprache als einer Sprache, die räumliche Symbolisierung stärker einbezieht. Ja. Darum sind das einfach zwei verschiedene Fokussierungen, ob man die Sprache oder die räumliche Anordnung im Vordergrund sieht und sie gehen ineinander über. Ich nenne es halt lieber Choreografien, schon deswegen, damit ich keine
Ich will jede Nähe zu diesem verblichenen, so transformierten Menschen. Ja. Ich finde Choreografie an sich auch den glücklicheren Ausdruck. Der Begriff Konstellation wäre gar nicht schlecht. Das einzige Problem ist, dass das Wort in einigen romanischen Sprachen relativ nah bei der Astrologie ist, weil ja Stella, der Stern, in Constellatio drin steckt. Andererseits ist der Begriff Constellatio natürlich auch einer, der nahe ist bei der Idee einer Bühne oder einer Inszenierung. Und in der Poetik von Aristoteles ist es ja so, dass das Wesen der Poetik nicht etwa die direkte Abbildung ist, sondern die Simulation, also eigentlich eine Wiederinszenierung, eine Repräsentation von etwas. Und die Idee, dass das Wesen einer Geschichte eine direkte Abbildung ist, das ist etwas, was man könnte sagen zu so diesen okkulten Vorstellungen von mentaler Fotografie führt. Und für uns war so erfrischend, als uns klar wurde, wie die Bildtheorie des Satzes bei Wittgenstein entstanden ist, nämlich durch die Beobachtung eines Gerichtsprozesses, wo mit kleinen Figuren der Ablauf eines Verkehrsunfalls rekonstruiert wurde. Und da ist ja wesentlich, dass mit diesen Figuren gehandelt und hantiert wurde. Und das war die Stelle, wo er seine Idee der Bildtheorie des Satzes bekommen hat. Und im Grunde hat er da, man könnte sagen, an einer dynamischen Aufstellung mit symbolischen Gegenständen sein verändertes Verständnis von Sprache bekommen. Und diese Geschichte kannte Steve de Chaser natürlich. Und das war einer der Anlässe auch, warum er meinte, ja, man könnte Wittgensteins Philosophie als Verständnis dafür nehmen, wie man zum Beispiel mit solchen Simulationen arbeitet. Und da sehe ich auch eine Brücke von Steves Arbeit zu deiner Arbeit und zu unserer Arbeit. Ja, genau. Schön. Ich gucke immer wieder auf diesen Chat. Ja, also. Ebenso. Mögliche Frage, Haltungen, ja. Ideen, mögliche Handlungsimpulse der Riesen zum zunehmenden globalen Nationalismus. Wie würden Sie die aktuellen globalen Entwicklungen einschätzen? Ja, können wir doch ein. Ja. In der Luft hat. Ja, man könnte sagen, einer der nachvollziehbaren und wertzuschätzenden Wünsche von Nationalismus ist das Besondere und Wertvolle und Kostbare des eigenen weiter sichtbar bleibt und gewürdigt werden kann. Und die Sorge, dass das untergeht. Ich glaube, das ist relativ verwandt mit der Angst, die viele Menschen in sehr viel jüngeren Jahren haben, wenn sie erste Paarbeziehungen eingehen. Und ein bisschen die Sorge, habe ich dann noch Zugang zu meinem eigenen Freundeskreis oder darf ich mir die und die Eigenheiten noch erlauben, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammenziehen? Und da könnte man sagen, ja, diese Art der Furcht ist, wenn die Verbundenheit und die Nähe der Welt größer geworden ist, ist diese Angst völlig natürlich. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir uns bei vielen nicht leisten können, so weit abgetrennt voneinander uns aufzufassen, dass man sagt, Australien liegt weit drüben. So ist diese Welt nicht mehr. Deswegen und dadurch kriegen wir alle solche typischen Probleme von Paaren, die zusammenziehen. Ja, deswegen ist es ja so wichtig, eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Also die Frage wäre, wohin wollen wir und wie soll diese Welt dann aussehen? Und da kann jeder auch sagen, was er spezifisch drinnen haben will. Und das Interessante an dieser Art, wie man eine Frage stellt, ist, dass die Einzelheiten sich ja zu einem Ganzen, auch wenn sie sehr anders bei jedem sind, sich nicht unbedingt widersprechen müssen. Darum kriegen wir ja bei der Wunderfrage oft eine Antwort, wo, wenn wir nach Zielen fragen, eben widersprechende Dinge genannt bekommen. Ja, weil wohin soll es gehen? Da sind sich die Menschen oft sehr viel ähnlicher oder teilen Gemeinsames. Die Unterschiede entstehen eher durch, wie kommen wir dahin? Und deswegen vermeiden wir diese Frage. Ja, deswegen guckt man eher, wohin soll es gehen? Weil da ist mehr Gemeinsamkeit. Und es ist jetzt gerade diese Frage noch auf eine schöne Weise ergänzt worden von Oliver mit der Frage, Oliver sagte, ihr habt schon deutlich gemacht, wie wichtig lösungsfokussierte Haltung für die neue Arbeitswelt ist. Wenn wir dabei an die Begegnungsqualität schauen, die in zunehmend virtuellen Räumen, was können wir der Lösungsfokussierung davon als Inspiration entnehmen? Ja, also wenn ich jetzt uns dreimal anschaue, dann habe ich zum Beispiel eine Form des Erlebens, die ich sonst in der Außenwelt nie habe,
weil ich sehe da uns drei vor mir, mich einbeschlossen. Und ich sehe dich so nah vor mir, als ob wir jetzt im Abstand von maximal 2 Meter säßen. Und gleichzeitig kann ich mich als einen von den dreien sehen. Das nenne ich eine Ich-Wir-Beziehung und ein gleichzeitiges nahe Gegenüber. Und das ist etwas, was ich im Moment sehr wohltuend und sehr schön finde. Und was ich jetzt nach diesen letzten Monaten, wo ich das fast täglich gemacht habe, was ich schon missen würde in der Außenwelt. Diese Art, dass mich als einen Teil von etwas, zu dem ich in Beziehung trete, mitzuempfinden. Und wenn man jetzt zum Beispiel an dieser Stelle einfach, wenn ihr in die Einstellungen geht, links unten neben dem Videosymbol und jetzt Teilnehmer ohne Videofunktion verbergen, nicht mehr angeklickt habt, dann seht ihr jetzt alle möglichen Symbole für die anderen sozusagen im Halbdunkel sitzenden Anwesenden. Und wenn ihr euch jetzt alle mal kurz erlaubt, die Kameras einzuschalten. Dann seht ihr, in welchem Kreis wir eigentlich die ganze Zeit zusammensitzen. Und jetzt erlaubt euch kurz, hinter den Gesichtern überall den Raum mit wahrzunehmen. Dann hört das hier auf, bewegte Briefmarken zu sein, sondern es sind viele kleine, leuchtende, lebendige Räume. Und jetzt könnt ihr einzelne Gesichter ansehen. Und wenn ihr nur etwa 10 Sekunden bei dem Gesicht bleibt, wird dieser Raum plötzlich größer, weil ihr euch sozusagen in diesen Raum mit hineinbegebt. Und jetzt könnt ihr bei einzelnen mal das Bild anheften, also in die rechte obere Ecke gehen, die 3 Punkte andrücken und dann das Video anheften machen. Dann seht ihr jetzt und sitzt direkt gegenüber bei jemand und der Betreffende, die Betreffende weiß ja gar nicht, wem ihr gerade zuwinkt, aber ihr winkt gerade jemand zu. Und so wie ihr das jetzt gerade macht. Und auf diese Weise könnt ihr euch verbunden fühlen, wechselseitig. Und dann könnt ihr wieder hochgehen in die Galerieansicht. Bitte bei dem Bild, wo ihr vorher wart, noch kurz in die 3 Punkte gehen und auf Video lösen gehen, damit die wieder leichter gewechselt werden können. Und wenn man das mehrere Male hintereinander macht, dann haben wir gleichzeitig uns alle im Bild und alle nahe gegenüber. Wir sind in jedem dieser Räume mit eingeladen und wir sind ja oft in private Räume mit eingeladen. Also in so vielen Wohnungen war ich noch nie und ich habe auch noch nie so viele kleine Kinder und Katzen, die plötzlich vor dem Bildschirm saßen und Vögel aus anderen Städten gehört, wie in den letzten Wochen und Monaten. Und dieses, wir können uns zugleich sehen, wir können uns direkt gegenüber sehen, wie man in einem Seminar sonst selten oder gar nicht so direkt gegenüber sitzt. Und wir können auch in einer Reihenfolge fragen, wir können in verschiedene Funktionen gehen, so wie Oliver vorhin dann wieder sich dazugeschaltet hat und uns erinnert hat, wie jetzt die 2. Phase dieser Morgensitzung hier eingeleitet wurde. Und all diese Wahrnehmungsformen können wir zugleich haben. Man könnte sagen, das ist eine so schöne Möglichkeit und wir haben erst den allerersten Zug davon gehabt. Also wie kommt man lösungsfokussiert dabei weiter? Indem man nicht immer sagt, wie können wir ein bisschen was von der Gegenwart, von dem Präsenzseminar jetzt auch noch irgendwie haben, sondern indem man sieht, was von dem, was wir hier gerade erleben können, könnten wir später vermissen, sodass wir davon etwas in die Präsenzwelt nehmen können und aus der Präsenzwelt zum Beispiel durch andere Formen des Berührens, des Begegnens oder durch so kleine Sachen, wo man mal die Hand einfach in das Nebenfenster steckt und wenn der andere das auch macht, dann hat man plötzlich so einen Kreis von Händen gebildet. Und die Art und Weise, wie ich also zum Beispiel sage, und wie gern ich dir, Gunther, jetzt die Hand schütteln würde. Ja, aber natürlich, indem ich so gemacht habe, habe ich deine Hand geschüttelt, weil selbstverständlich wurde diese Hand gerade Gunthers Hand und ich habe sie geschüttelt. Das hier war meine, aber das war doch nicht meine Hand. Das war natürlich Gunthers Hand gerade. Und indem wir solche Dinge mit hineinnehmen, können wir von der einen Seite für die andere lernen und dann entstehen natürlich ganz andere Hybridformen. Und dann steht auch und wir haben geschützte Räume. Denn du sprachst, Gunther, vorhin davon, wie wichtig es jetzt sei, zum Beispiel das entsprechend geschützte Raum für die Frage von Ulrike nach dem Umgang mit tabuisierten Themen, wie also zum Beispiel Ängsten in Organisationen. Dafür brauchen wir geschützte Räume. Also müssen wir sehen, dass wir zum Beispiel hier jetzt einen geschützten Raum haben können. Und der geschützte Raum hat sogar eine symbolische Zuordnung, weil wir ja sonst wahrscheinlich jetzt gerade in einem Saal zusammen in Abano gewesen wären. Und gleichzeitig können wir jetzt quer durch die Welt verteilt und tausende solcher Räume sind jetzt gleichzeitig gerade da. Sie durchdringen sich äußerlich, aber für uns sind es geschlossene, geschützte Räume, in denen wir arbeiten können. Und ich glaube, das ist etwas, wenn es jetzt um deine Frage noch ging, Ulrike, und das, was Oliver dazu gesagt hat.
dass die Art der körperlichen Präsenz, die Art der emotionalen Präsenz und die Art mit dem Umgang und dem physischen Erleben virtueller Räume, an der wird sich ganz viel ändern. Und da hat sich bei den meisten von uns schon in den letzten Jahren und insbesondere jetzt in den letzten Monaten sehr viel geändert. Und ich finde, das ist eine unglaublich interessante Lerngelegenheit. Und da wir ja sowieso nicht entkommen, sollten wir es besser nutzen. Ich würde auch gerne noch kurz ein bisschen was ergänzen, also, aber ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe zum Beispiel deswegen letzte Woche in einem Präsenzmeeting, so da war dann eine Gruppe in einem großen Raum zusammen, habe ich schon vorgeschlagen, wir könnten es doch so machen, dass wir praktisch das, was man bei Sue eben hat, das, was du gerade angesprochen hast, dass man, sonst sieht man ja nur die anderen und in einer Gruppe beim Kreis sitzt auch sowieso nicht alle, sondern bloß ein paar. Und das ist auch in Ordnung, aber es ist eine ganz andere Beziehung als letztes. Und da habe ich mal vorgeschlagen, und das, wo du das jetzt gerade sagst, denke ich, das sollte ich jetzt eigentlich öfter machen. Wir tun jetzt so, als ob wir Zoom-Konferenz hätten, so, aber wir waren ja alle präsent, ne? Und gucke uns reihum mal an und jeder kann mal so rumlaufen und so irgendwie, dass er alle anguckt und so, damit jeder wie bei Zoom. Und das war eine interessante, lustige Dynamik. Die hat mehr Begegnung, mehr Kohäsion geschaffen, als wir das sonst so machen würden. Und früher habe ich das nie vorgeschlagen. Ja. Ich mache seit einiger Zeit bei Diskussionen manchmal sowas, dass ich räumlich typische Chatbaum-Verläufe darstellen lasse. Also so, wie man Chat-Threads aufmachen kann, aber auch einen Thread wieder schließen kann und zu einem Thread verschiedene Leute antworten können und dann andere Leute das unterstützen oder eine Modifikation geben. Und das haben wir durch ununterbrochene verschiedene Verteilungen von Sesseln in einem Raum dargestellt. Und ich nenne das Raumdenken. Und man kann wirklich bestimmte Arten von Diskussionsverläufen ganz anders wahrnehmen. Aber seitdem nehme ich Internetchats physischer wahr. Und vielleicht noch zur Ergänzung zu diesen Globalisierungsaspekten würde ich gerne was sagen. Aber das geht in die gleiche Richtung, wie du das, was du gesagt hast, Matthias. Ich finde, es ist auch bei diesen Nationalismus-Sachen, die ich persönlich so in der Art, wie sie vertreten werden, angefangen von diesem wahnsinnigen furchtbaren Menschen Trump, aber natürlich von allen möglichen anderen, Bolsonaro, Erdogan oder was weiß ich, überall finden. Ja, ja. Das sind natürlich furchtbare, aus meiner Sicht sehr problematische Ausformungen. Das sollte man aber nicht jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern dahinter steht halt auch, deswegen wären die auch sonst gar nicht da. Die sind, die haben nur eine ökologische Nische, solche Leute, wenn sie ein Bedürfnis repräsentieren, natürlich jetzt in einer vollkommen destruktiven, aus meiner Sicht, und einseitigen Weise, aber das zum Beispiel das Bedürfnis nach Bleiben der Einzigartigkeit, dass das nicht überfahren und nivelliert wird. Und die Globalisierung, das hat auch was mit dem kapitalistischen System für mich zu tun, wo zum Beispiel dann über die ganzen, so Amazon oder sonst was, dann die Einzelhandelsplätze verweisen in den Staaten und so weiter. Das alles, geht alles in die gleiche Richtung. Da Gegenbewegungen zu schaffen, dass es um Balance geht. Es geht auch hier um Balance. Ja. Wir können die Globalisierung nicht zurückschrauben. Das ist auch gar nicht sinnvoll. Da gibt es viele riesige Chancen. Ja. Aber wenn es so gemacht wird wie bis jetzt, dann wird einseitig eher sozusagen ein Nivellierungsteppich drüber gefühlt. Und das macht den Leuten zu Recht Angst und auch Wut, weil ihre eigene Art und ihre Kultur dann bedroht erlebt wird und Wertungstendenzen da sind. Das erlebe ich aber auch in unserer Diskussion hier in Deutschland so. Ne? Ich persönlich, ist ja klar, dass ich vollkommen intensiv gegen AfD-Position bin. Aber man kann ja nicht einmal differenziert diskutieren. Man kann ja nicht sagen, naja, greifen wir doch mal auf, was daran ein Bedürfnis sein könnte, was man natürlich auf eine völlig andere Art, nämlich Würdigung der Andersartigkeit mit einer Willkommenskultur verbindet, bei gleichzeitiger Beachtung dessen, was unsere Werte sind und wie zum Beispiel, was das Umgehen mit Frauen, Zwangsheiraten oder sowas, Verstümmelung von Frauen oder sowas, sexuelle Verstümmelung so angeht, da finde ich, darf keine Toleranz sein. Aber das heißt doch nicht, dass man gegen Migranten und sonst was ist, sondern eine achtungsvolle Vertretung der eigenen Werte, gleichzeitig im Respekt für die Andersartigkeit, und da muss man halt, das ist ein ständiger Aushandlungsprozess, das ist nicht einfache Sache zu lösen, aber es geht auch hier um Balance. Es ist sehr schwierig, überhaupt über Balance, differenzierte Balance-Sachen zu reden bei uns. Da gibt es auch eine Einseitigkeit. Entweder bist du für
das alles, aber dann bist du natürlich gegen das und umgekehrt, das langweilt mich zwar, aber ja, da müssen wir wieder hin in die Balance. Ja, und ich glaube darum, dass es so wichtig ist, dass wir Modelle haben, wo eine Balance nicht mehr was Dyadisches ist, sondern mindestens triadisch, mindestens drei. Und in unserem Fall jetzt würde ich sagen, eigentlich haben wir schon mal mindestens fünf Hauptrichtungen, mit denen man sich gleichzeitig auseinandersetzen muss, wenn man überhaupt über den Umgang mit der Pandemie sinnvoll sprechen will. Genau. Deswegen ist auch Ambivalenz zu kurz gegriffen. Es geht um Multivalenz. Ja, ja, ja. Ja, ich gucke mal, was haben wir noch? Ja, sind weitere Fragen. Wie kann nach einer Aufstellung das Ganze wieder internalisiert werden? Das ist die Frage von Nadine an euch auch so. Und, ja, wir machen das oft dann zum Schluss mit so einer Handbewegung und dass wir sagen, dass derjenige sich überraschen lassen kann, ja, welche neuen Impulse auftauchen. Also das heißt, für das, was dadurch verändert wird, lassen wir vollkommene Offenheit. Und derjenige kann beobachten, was er sozusagen Neues sieht. Wenn eine Aufstellung in einem guten Rapport durchgeführt worden ist, dann ist sie größtenteils schon internalisiert, wenn sie beendigt wird. Ja. Und was Insa nennt, ist dann sozusagen nochmal eine symbolische Bekräftigung durch eine dynamische Ankerung. Aber gerade darum meinen wir ja auch, dass es so wichtig ist, dass es in einem respektvollen Dialog erfolgt und nicht durch das Überstülpen von normativen Anordnungsvorstellungen. Mhm. Und ich würde ergänzen, jetzt bei meiner Arbeit, ich arbeite ja auch, ich nenne es halt mit Choreografien, aber diese, aus einer hypnosystemischen Sicht, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, sind diese Außenbilder, so nenne ich es jetzt mal so, eigentlich Widerspiegelung von Innenbildern und die sind aber sehr hilfreich, weil sie dreidimensional mit dem ganzen Körper erlebt werden können und dann kann man, so mache ich das halt oft, nochmal die Leute einladen, sich das Bild nochmal auch innerlich zu repräsentieren, so wie praktisch aus dem Außenbild sozusagen eine immer wieder aufrufbare Imagination nach innen wird, zur Refokussierung dieses wertvollen Bildes. Und so ist Innen und Außen gerade in einem ständigen Wechselspiel. Und die Internalisierung kann durchaus zum Beispiel durch Imagination oder auch durch kleine gestische Symbolisation oder überhaupt durch Symbole, aber es ist mit symbolischen Transferinterventionen, weil es muss ja in den Alltag und das ist nicht gewährleistet, allein schon durch die Arbeit selber. Da ist wichtig, extra nochmal zu fokussieren, dass man Symbole für diese schöne Lösungskonstellation zum Beispiel macht oder gestische, deswegen habe ich so ein Problem, Lösungsgymnastik-Sachen ja mal entwickelt. Ja, aber dann die lieben wir sehr. Lösungskooperation und so weiter und so weiter. Aber da ist gerade das Außenbild eine enorm wertvolle, kraftvolle Hilfe, um das dann wieder zu internalisieren. Ja, das war übrigens gerade wieder Aristoteles, und zwar Aristoteles Poetik, dass die Struktur, in der die Hauptfigur mit den anderen Personen des Stücks steht, des Dramas steht, analog ist, eine Strukturisomorphie, eine gemeinsame Struktur ausweist mit den inneren Aspekten der Hauptfigur. Also das heißt, die Innenwelt der Hauptfigur und die Beziehungspartner der Hauptfigur in der Gesamtgeschichte sind analog zu betrachten. Und das finde ich also wirklich wunderbar, dass das sozusagen knapp 2500 Jahre früher als Grundlage der Poetik eines der größten Logiker aller Zeiten ausgedrückt wurde. Sehr schön, ja. Da kommt noch dazu, kann Aufstellungsarbeit auch online durchgeführt werden? Ja. 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 Und seit Monaten, oder? Ja, weißt, ja. Es ist so, ich finde wichtig, dass man eine Form findet, die von gemeinsamen technischen Voraussetzungen wenig abhängig ist. Unter anderem darum, weil ich ja nicht darauf voraussagen kann, wie die Netzstärke in einem anderen Ort ist. Und weil ich hier schon Aufstellungen hatte, wo mein Klient plötzlich unsichtbar wurde, was ja in der Außenwelt sonst eher selten passiert. Und wir kombinieren 4 bis 7 verschiedene Aufstellungsarten gleichzeitig mit symbolischen Gegenständen, schriftliche Aufstellungen, gestische Aufstellungen, Arbeit mit Bodenankern, Arbeit mit Personen im Raum, die wir im Splitscreen beobachten können und das Ganze verbunden mit hypnosystemischem Sprachgebrauch. Und wenn man das alles auf einmal sofort nimmt, ist es zu viel. Also muss man das so stufenweise aufbauen. Also immer wieder so 2 von diesen Formen verbinden, sodass man dann nach kurzer Zeit mit 3 Formen gleichzeitig schon gut umgehen kann. Wenn man also zum Beispiel so etwas hätte, dass du, Gunther, jetzt
mich als Fokus genommen hättest, dann würdest du sozusagen in die Kamera schauen und angenommen, du hättest Insa gebeten, irgendein Thema von dir zu sein und angenommen, der Splitscreen hätte hier jetzt gerade die Grenze, dann könntest du trotzdem beobachten, wie ich zum Beispiel mich wende und dann könnte man zum Beispiel Insa fragen, wie Insa darauf reagiert als Repräsentantin deines Themas. Und das könnte man nun gleichzeitig wiedergeben, indem man die Hände hier hat und sagt, und wenn jetzt dein Fokus sich dem Thema zuwendet und das Thema diesen Blick erwidert, und vielleicht brauchen die beiden zunächst etwas mehr Abstand, ehe sie sich näher kommen können. Und wie ist es, wenn du auf dein Thema zugehst? Und wie ist es, wie wenn du dein Thema einlädst, auf dich zuzugehen? Und jetzt könnte man wieder die beiden Repräsentanten fragen. Das wäre nur so eine kleine Andeutung, wie dieser Wechsel zwischen den Darstellungsebenen verläuft. Wenn man das macht, dann sind die Effekte beim Online-Aufstellungen meiner Ansicht nach mindestens gleich stark. Und ich sehe inzwischen ein paar Möglichkeiten von Dingen, die wir jetzt machen können, wo ich den Eindruck habe, in ein paar Monaten werde ich diese Form in einigen Aspekten sogar die überlegene Form finden. Und das ist eine wirkliche Überraschung, weil wir hatten erste Aufstellungsexperimente gemacht, als ich noch mit Telefon und Fax gestellt habe. Und das heißt, da waren die technischen Voraussetzungen schon etwas schwieriger als jetzt. Und die jetzige Entwicklung der Bedingungen, die ist schon hervorragend. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig mit zu raffinierten technischen Hilfsmitteln, weil die in irgendeiner Weise die Aufmerksamkeit so weit ablenken können von dem verbliebenen unmittelbaren Wahrnehmen, dass man dann ganz konzentriert ist auf das Technische und noch weniger in diesem persönlichen Kontakt. Und darum ist es mir so wichtig, dass man das mit dem Blickkontakt macht, mit den Gesten macht und bei schriftlichen Aufstellungen mit kataleptischer Hand. Ja. Aha. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich würde aber deine Bedenken, was die technischen Sachen angeht, durchaus teilen. Es gibt eine Sache, die mir sehr gut gefällt, die muss man sehr genau dann mit den Überlegungen, die du machst. Eine Freundin von mir, die Elke Berninger-Schäfer, die hat da so ein ganzes Tool entwickelt, wo sie mit Avataren und so weiter die ganzen Räume aufbaut und so weiter. Das sehr gut elaboriert und so weiter, kann aber sicher weiterentwickelt werden. Die sitzt in Karlsruhe, das ist Karlsruher Institut für Coaching oder sowas, und die hat es richtig, wenn das jemand in dieser Richtung machen will, das ist sicher sehr empfehlenswert auch. Also ein Hilfsmittel, weil das genau hypnosystemische Prinzipien beachtet, anders als andere Leute. Aber trotzdem ist es ganz wichtig, das zu bedenken, was du gesagt hast, dass die direkte Wahrnehmung im Vordergrund steht. Du kannst das ja vielleicht auch im Chat tun, einen Hinweis auf das, du hattest es mir schon mal geschickt, aber ich hätte es jetzt nicht zur Hand. Und wir werden jetzt ja die ganze nächste Woche damit verbringen, das hier explizit zu machen in dem Sommercamp in der dritten Woche. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht und wie es den anderen Teilnehmenden geht, aber mir kam es so vor, als ob ihr euch sehr nahe gewesen wäret in diesem Gespräch. So habe ich es erlebt. Ich auch sehr erhellend und erheiternd manchmal. Ich habe oft sehr laut gelacht. Das ist einer der wenigen Nachteile bei Zoom-Konferenzen, ist, dass man manchmal die Resonanz, die ausgelöst wird, nicht automatisch bemerkt. Und was auch noch nicht so ganz funktioniert im Online-Raum, ist so, sich das gegenseitig das Essen reichen. Das heißt, die virtuelle Ernährung hat noch nicht so ganz irgendwie funktioniert. Und deswegen ist so die Idee, dass wir langsam uns in Richtung der Mittagspause bewegen. Ich möchte euch aber gerne die Gelegenheit geben, wenn ihr das mögt, noch ein Abschlussstatement zu machen zu diesem Panel. Ihr bleibt ja alle noch dabei und ihr seid ja heute Nachmittag und morgen auch wieder im Einsatz. Aber vielleicht möchtet ihr noch ein Schlusswort zu eurem jetzigen Gespräch aneinander richten. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal sehr bei euch und es war mir ein Vergnügen, euch zuhören zu dürfen. Danke, lieber Oliver und liebe Julia, für die gute Gastgeberschaft und dir, lieber Gunther, es war so schön, mit dir zu sprechen und ich habe wirklich den Eindruck, dass ich jetzt so mit dir in deinem Raum und unserer Bibliothek hier so zusammensitzen konnte und dass wir diese beiden Räume so zusammenlegen konnten und nebenbei dann also noch zu Oliver und Julia und zu all den Teilnehmerinnen ein bisschen darüber schauen können, finde ich eigentlich unglaublich. Auch für mich war es wie ein ganz persönliches Gespräch zusammen, also nicht sehr viel Unterschied. Ja. Und ich habe auch, wie du sagst, mit der Bibliothek gedacht, so kostengünstig bin ich noch nie zu euch in die Bibliothek gekommen.
Ja. Das ist der Vorteil von online, ja. Darum nennt man das ja bei Harry Potter Muggelmagie, nicht die Magie der Nichtsauberer. Ja, genau. Also ich habe aber mich gesehen, wie ich da saß bei euch und habe diese Atmosphäre, diese wunderbare in eurer Bibliothek so richtig in mir wieder lebendig werden lassen können. Wunderbar. So, weil, also wenn jemand noch nicht in der Bibliothek von den beiden war, dann ist es ein echtes Muss, da mal hinzugehen. Das ist eine der angenehmsten, schönsten und geistig anregenden, aber auch sinnlich anregendsten Räume, die ich überhaupt kenne. Es ist ein wunderbarer Platz und ich kann es nur empfehlen. Und da war ich so, ja, das war richtig schön. Das war wie so eine Zeitreise, wie Altersregression, ein paar Monate zurück, wo halt, das haben wir uns da länger nicht gesehen, direkt und so. Und das ist auch der, finde ich, der Vorteil in die Weiterentwicklung dieser ganzen, durch die Digitalisierung. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wenn wir uns jetzt direkt persönlich sehen würden. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, auch bei, in Organisationen, wenn man viel virtuell macht, ab und zu wieder rituelle Begegnungen. Ja. Natürlich, ja. Unbedingt ergänzen. Aber so ist es einfach toll. Und mir geht heute auch nochmal deutlich, und da bin ich sehr froh, wie, auch wenn wir unterschiedliche Vorgehensweisen praktisch dann erstmal nach außen machen, unser Denke und der Hintergrund, der ist so ähnlich und so weiter. Mhm. Und ich fühle mich da ähnlich, wie erst mal vom Steve gesagt hat, dass man endlich jemanden gefunden hat, der ähnlich denkt. Ne? Ja. Das habe ich sehr früh schon in den 80er Jahren, als ich bei Kohlemann kennengelernt habe und so mit euch erlebt. Weil für mich war es zum Beispiel auch in den 80er Jahren, auch schon in den 70er Jahren, als ich dann angefangen habe, von der systemischen Welt mich so weiterzuentwickeln in die Erikssonsche und dann den hypnosystemischen Ansatz. Da kommt man sich dann vor wie so ein exotisches, merkwürdiges Schaf, das mutiert wurde und deswegen immer wieder gucken muss, dass es ja nicht in die Wüste geschickt wird. Da war das schon ein Kampf. Heute ist das ja ganz anders. Und dann solche sozusagen Seelenverwandten, wie euch zu finden, das war einfach und ist es weiterhin immer schön. Ich werde jetzt in der Pause einen Gingerino con Prosecco trinken. Ah, wunderbar. Gingerino mit alkoholfreiem Sekt. Den habe ich extra. Ja, ja. Und das habe ich, weil das hat mich schon manchmal gedacht, Herrgott, die trinken überhaupt keinen Alkohol und sind trotzdem irgendwie zufrieden. Also, deswegen habe ich jetzt seit Monaten schon, kaufe ich mir Sekt live oder sowas, alkoholfrei, und trinke den in der Andacht an Abano Gingerino zusammen, habe ich extra mir besorgt. Und da denke ich an euch. Danke, schön. Alles Gute, lieber Mutter, noch einmal. Sieben Oliver, liebe Julia und die anderen.